So, dann müsste ich eigentlich wieder da sein. Also, einmal kurz. So. Okay, ich bin wieder da. Gut. So, dann hoffen wir mal, dass es jetzt ein bisschen besser aussieht. Es kann auch sein, ich hatte ja irgendwie dieses GPU-Lag-Ding da am Anfang ausgewählt. Also, ja gut, das habt ihr jetzt nicht gesehen, aber man kann halt beim Spielstart auswählen aus drei verschiedenen Optionen. Und vielleicht ist dieses GPU-Lag-Ding für den Stream nicht so geeignet. Werden wir mal sehen. Ah ja, ich bin wieder live. Hey, zum vierten Mal heute. Geil. Aber diesmal war es ja erzwungen quasi. So, nee, was ich jetzt mal machen werde. Moment, erstmal auf zwei Waffen wieder stellen. Trouser, der hat nämlich ein paar mehr Golden Eggs. Leider sind es mittlerweile 250.000 und zwei. Ich habe versehentlich beim letzten Update, habe ich mit ihm halt ein bisschen gespielt, um Sachen freizuschalten und habe dabei versehentlich zwei Golden Eggs eingesammelt. Muss ich mal bei Gelegenheit wieder fixen. Entweder auf 500.000 gehen, ich habe. Also das, was hier oben steht, ist nicht mal ansatzweise das, was ich habe. Das sind ja hier, was? 3, 4. Ja, es sind 10 Millionen, also 9.999.000, aber ich sage einfach 10 Millionen. Und wenn ich in einem Run, in einem Gold Farm Run zumindest locker 100 Millionen kriege, dann, ja. Dann wird das hier schon gar nicht mehr angezeigt, aber dann weiß man halt, dass ich mehr als genug habe. So, achso, hier kann ich ja auch direkt mal Inverse reinmachen. Es gibt nämlich hier, sieht man es gerade, Enemy Health. Achso, Quatsch, hier Gold Bonus. Von 50 auf 250 hoch. Und Luck Bonus, ich meine, gut, das brauche ich jetzt in der Konstellation kaum noch. Zumal ich ja auch einen relativ hohen Luck-Wert habe. Ja, an sich sind's. Ah, jetzt bin ich da wieder rausgetappt aus dem Spiel. Moment. So. An sich sind es halt sind's viel zu hohe Werte. Also das ist schon lächerlich eigentlich, die Werte. Ich kann es ja mal kurz gleich zeigen. Aber erstmal Greatest Jubilee. Disc of Gold. Leider werde ich höchstwahrscheinlich keine weitere Arcana einsammeln können. Einfach weil ich kann es gleich mal zeigen. Erstmal die Werte. Lag 13.300, also generell die Werte hier alle bei über 13.000. Hier macht es gar keinen Unterschied, weil die Werte an sich bei 900% cappen. Genau wie Cooldown bei minus 90% cappt. Also egal was da steht, es sind halt maximal 90% Cooldown, also minus 90% so. Und hier halt maximal 900%. Weil hier Movement Speed über 13.000. Ich kann jetzt mal zeigen, was das im Klartext bedeutet. Warum ich keine Truhen einsammeln kann. Oder ich versuche jetzt einfach mal zum Händler zu gehen. Der ist ja direkt über mir. Ja, ich komme da einfach nicht hin. So. Die nehme ich mit. Die hat nämlich noch einen ganz kleinen Effekt. Ne, das will ich alles nicht. Hier Garlic will ich als zweite Waffe haben. Duplicator nehme ich mit, einfach weil es schnell geht, den komplett aufzuleveln. Ich könnte jedes andere Item auch mitnehmen, aber ja, da müsste ich dann halt auf Banish gehen und ja, so ist es ein bisschen bequemer. Spinach bringt zum Beispiel gar nichts mehr, Spellbinder bringt gar nichts mehr. Attract Orb nehme ich mit, so. Toronas Box, na gut, die 100% nachher bringen noch ein bisschen was, aber. Nee, da müsste ich halt bis auf Level 9 das Ganze machen. So, Clava nehmen wir mit. Nochmal Clava. Attract Orb. Ach ja, ich hätte hier XP-Ding machen sollen. Ich meine, macht jetzt keinen wirklichen Unterschied, aber. Tiragisu, einfach weil es auch schnell geht mit dem Hochleveln. Also mit dem vollständigen Leveln. Und was fehlt mir jetzt überhaupt noch? Achso, die Stone Mask. Genau. So, dann, der Anfang ist noch ein bisschen, ja, das ist wahrscheinlich noch das Interessanteste am ganzen Durchlauf jetzt hier. Einfach weil hier tatsächlich noch ein bisschen was passiert, weil ich Sachen auswähle. Danach stehe ich einfach nur noch rum und warte. So. So, nehmen wir das hier. Das war auch Stone Mask, genau. Ich muss gerade schon wieder überlegen, was nochmal fehlt. Ah, da ist er noch. So, und jetzt kann ich im Grunde, ja, kann ich komplett durch.
Und warum ich Garlic und Greatest Jubilee mitnehme, ist halt, weil Garlic verursacht kaum Lag. Und ja, macht halt nochmal ein bisschen zusätzlichen Schaden. So, und Greatest Jubilee, kann ich ja mal ganz kurz zu erzählen. Das sind diese, diese ganzen Feuerwerke übrigens. Ja, man erkennt teilweise gar nicht mehr, weil die Zahl einfach viel zu hoch wird. Nee, Greatest Jubilee ist eine Waffe, die basierend auf dem Glückswert, also auf dem Luckwert, um mich herum so eine Light Sources entstehen lässt. Und in diesem Level sind in den Light Sources nur Münzen oder Geldsäcke. Und mit der Arcana hier, Disc of Gold, Was? Hast du wieder ein Spiel kaputt gemacht? Ja, hab ich. löse ich halt immer wieder dieses Gold Fever aus. Also damit wird das Gold Fever auch bei Goldsäcken ausgelöst. Normalerweise braucht man da so ein goldenes Kleeblatt für. Und ja, dadurch, dass ich halt ständig Light Sources um mich rum habe und dementsprechend ständig Goldsäcke da fallen, habe ich quasi durchgehend das Gold Fever aktiv. Und ihr könnt ja mal darauf achten, ich weiß nicht, ob man meine Maus da jetzt überhaupt sieht, aber ganz oben rechts, da ist mein Gold. Also ich bin jetzt bei, gleich bei 10 Millionen. Und das ist noch tatsächlich relativ langsam, muss ich sagen. Das ging schon mal schneller. Wie sieht es jetzt qualitativ aus? Also es ist immer noch so extrem pixelig. Also ich meine jetzt nicht die Zahlen hier. Dass die pixelig sind, ist normal, wenn sie einfach so groß werden. Aber das, was man so vom Rest des Spiels ab und zu mal erkennt zwischendurch, ist besser? Okay. Gut. Kein Pixelbrei. Das ist schon mal gut. Dann weiß ich zumindest, dass die Bitrate von 4000 hier bei dem Spiel jetzt ziemlich sinnlos ist. So, und jetzt könnte ich halt hier 30 Minuten lang rumstehen, oder im Endless-Mode natürlich auch. Ja, einfach rumstehen und ja, das Ganze durchlaufen lassen. Ich werde jetzt nicht das Ganze durchlaufen lassen, keine Sorge, weil ansonsten würden wir jetzt hier wirklich 30 Minuten einfach nur rumsitzen. Aber einfach um mal zu zeigen, wie viel Gold man hier eigentlich farmen kann. Das Lustige ist ja, dass Trouser, also der Charakter, den wir haben, erstens hält bei ihm das Gold Fever länger, was jetzt aber kaum noch eine Rolle spielt, weil ich ja, wenn es mal ausläuft, sofort einen Goldsack wieder kriege. Aber er kriegt pro Level Up auch 1% auf Greed mit dazu. Wenn wir dann nachher 1000 Level haben, dann sind es halt schon mal nochmal, also statt 13.000 irgendwas sind es dann plötzlich 14.000 irgendwas an Greed. Also nochmal mehr Gold. Das heißt, je länger das geht, desto mehr Gold farmen wir quasi im Endeffekt. Und so typischerweise kriege ich mit ihm in einem Durchgang, ja, so Level 3000 bis 4000. Also effektiv halt plus 3000 bis 4000 Greed noch dazu. Zusätzlich zu den ohnehin schon 13.000 noch was. Also es lohnt sich schon. So, aber wie gesagt, das Problem ist, ich habe nämlich gerade gesehen, dass wir Minute 3 erreicht haben. Da kommt hier der erste Boss. Wir werden halt keine Truhen einsammeln können. Es sei denn, die liegen halt wirklich perfekt. Also wirklich direkt über oder unter uns oder halt links oder rechts. Und bei ihm ist aber das Gute, er startet technisch gesehen mit dieser Candy Box. Das ist ein Item, das relativ selten auftaucht. Und wenn man die Candy Box 1 schon mal bekommen hat, also die ganz normale, dann mit der kann man sich eine normale Waffe einfach aussuchen, wenn man die bekommen hat. Und dann, also mittlerweile nicht mehr nur eine 5er Truhe, sondern generell irgendeine Truhe öffnet, kann man halt die Candy Box 2 bekommen. Und mit der kann man dann eine Evolution Waffe auswählen. Und dadurch, dass er mit der Candy Box 1 anfängt, kriegt man mit der ersten Truhe sofort die Candy Box 2. Da könnte ich jetzt zum Beispiel Vicious Hunger nehmen, also die Katzen in der Evolutionsvariante, und würde dann zwar praktisch keine Level mehr dazu kriegen, aber eine ganze Menge Gold nochmal extra. So, aber wir sind jetzt, ich warte mal bis Minute 5. Und dann können wir mal gucken, wie viel Gold wir bis dahin zusammengesammelt haben, und dann, sagen wir bis Minute 6. So. Und das Ganze dann mal 5, dann können wir ungefähr ausrechnen, wie viel ich in dem ganzen Run bekommen hätte.
Ich will jetzt nur nicht den ganzen Run so machen, weil, wie gesagt, hier stehe ich halt einfach nur rum. Ich habe das ja damals mal, als der Reaper-Kill noch mit diesem, ja, auf dem guten, auf den leichten Wege noch nicht möglich war, wo man sich dann noch in der Inlaid Library da ganz genau platzieren musste und so, da habe ich das ja mal im Stream gemacht. Also gezeigt, wie man das, wie man den besiegt. Und, ja, da ist halt, ja, da stand ich halt im Endeffekt auch 30 Minuten einfach nur rum. Einmal geht das, weil man da halt alles erklären kann, warum man da 30 Minuten rumsteht und wie man dann hinterher levelt und so. Aber ja, mehr als einmal das machen ist halt ein bisschen doof. Es sei denn, man erklärt es halt jedes Mal wieder, aber die Leute, die das beim ersten Mal dann schon gesehen haben, die haben dann auch keinen Bock mehr darauf, das nochmal zu hören alles. So, man hört immer wieder, dass ich auch angegriffen werde, aber oh Gott, Entschuldigung. aber durch die... ah, Hilfe. Durch die Münzen werde ich halt auch die ganze Zeit noch geheilt. Ich habe übrigens die Damage Numbers bewusst ausgemacht. Also ich kann die ja mal ganz kurz anmachen. Aber das laggt halt extrem. Hier, man sieht schon großen Unterschied. Also ja gut, im Moment sieht man ja sowieso nicht allzu viel. Ja, wie gesagt, also es scheint da irgendwie noch einen anderen Trigger zu geben. Ich hatte das auch gehabt und bin dann halt eine ganze Weile nach rechts gelaufen. Also du musst halt nach rechts laufen, erstmal an den ganzen, also am zweiten Guardian auf der rechten Seite quasi vorbei. Ach, das vierte Klavier. Ah, okay. Ja gut, dann ist es doch, oh wow. So, ich hatte, ja doch, ich hatte die ausgemacht. So, oh wow, es laggt trotzdem. Ja, wenn der besiegt ist, dann wie gesagt, die Särge öffnen. In einem davon ist der halt drinne. Okay, ich habe schon wieder das Problem. Das passiert irgendwie immer nur dann, wenn es auch so extrem, also so stark laggt. Da kriege ich die Gegner hier nicht ordentlich besiegt. Also ich kriege sie schon besiegt, aber normalerweise würden die mich nicht so umrunden. Achso, ich wollte ja eigentlich nur bis Minute 6 machen, ne? Ah. Ja gut, sagen wir mal. Ja, nicht ganz 50 Millionen hatte ich jetzt in 6 Minuten, also wenn man es mal hochrechnet, ungefähr 250 Millionen, 200 bis 250 Millionen, plus dann am Ende noch der Bonus für die ganzen Revivals. Ich habe jetzt 1333 Revivals, ich glaube, das gibt nochmal so, so 20 bis 30 Millionen. Und ja, also es lohnt sich auf alle Fälle. Einmal so einen Run machen, aber gut, da braucht man halt auch, muss man halt schon einiges an Gold investiert haben in die Golden Eggs. Aber ja, da kann man dann richtig schön Gold machen. Ich hatte auch mal überlegt, ob ich einfach mal, dadurch, dass ich ja zu viel Gold habe, ich weiß ja nicht mal, wie viel das jetzt ist, wird ja nicht mehr angezeigt, dass ich einfach mal jedem Charakter hier irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Golden Eggs gebe oder so. Ja. Ja, Queen Sigmar kann das recht gut vorbereiten. Genau. Ja, nee, aber ich kann es ja auch mal im Stream dann zeigen. Moment, ich gehe mal auf drei Waffen. Die eine ist halt das Victory Sword. Und ja, die anderen sind dann halt die beiden Vögel. Kann ich es mal. Achso, es ist ja schon Inverse drin, okay. Da, Inlaid Library, dann kann ich es nämlich auch mal im Stream zeigen. Und Queen Sigmar, die kriegt übrigens ein paar mehr Dings hier, ein paar mehr Arcanas. Ich nehme mal erstmal Silent Old Sanctuary, das gibt mir nämlich minus 8 Cooldown und plus 20 Might pro Waffe, die wir nicht nutzen. Und mindestens 3 Waffenslots haben wir ja frei, also 24 und 24 und also 24 Cooldown und 60 Might. Das ist schon mal ein netter Bonus. So, die hat wenigstens auch eine Menge Rerolls. Ah, da. Da haben wir schon meinen ersten Vogel. Ich muss halt nur immer aufpassen, dass ich die nicht evolutioniere am Ende. Ja, nehmen wir hier Beginning. Das ist auch schön. Also wird das Victory Sword noch um einiges stärker. Hier bin ich. Achso, naja, gut. Machen wir schnell Victory Sword. Ihr weiß jemand nicht, was ich sonst noch alles nehmen soll. Divine Bloodline.
Ach so. Ja, stimmt, stimmt. Kann ich ja auch noch. Da denke ich mal nicht dran. Aber ja, mache ich dann mal schnell. Ich wollte schon aus Gewohnheit eben das hier nehmen. Hatte ich jetzt Divine Bloodline genommen? Ja, ich glaube ja, ne? Ja, habe ich. Okay, gut. Dann lohnt sich nämlich die Rüstung auch. So, dann, ach, nehmen wir erstmal. Ja gut, das werde ich wahrscheinlich nicht brauchen, aber ich nehme es einfach mal. Ach, was? Ach so, ja, okay. Nee. Oh, ich bin doof. Ich bin total doof. Ich habe gerade... Moment. Diesen, ja. Hab gerade den Knochen gekauft. Okay, nochmal von vorne. Ist eigentlich nicht schwer, aber ich war halt einfach doof gerade. So, Silent Old Sanctuary. So, dann das, 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 das und das. So. Ah, vielleicht hätte ich... Obwohl, ne, jetzt ist eh zu spät. Ich wollte gerade sagen, vielleicht hätte ich mir das mal aufheben sollen. Dann hätte ich nämlich erstmal gucken können, welche... welchen Vogel ich zuerst kriege und dann den anderen halt damit nehmen. Ja, hier Crown nehmen wir mal schnell. So, Divine Bloodline, das hatten wir eben auch schon. Also Divine Bloodline, es ist ein bisschen kompliziert zu erklären, aber es gibt hier im Spiel... Legend Dragon, Hallöchen. Es gibt hier im Spiel den sogenannten Retaliation Damage. Und der ja, sorgt im Endeffekt dafür, dass wir wenn uns Energie fehlt, dass wir dann mehr Schaden machen. Und ja, diesen Retaliation Damage, den können wir halt erhöhen. Was war das hier nochmal? Achso, ja, nee, das will ich nicht. Was will ich jetzt überhaupt noch? Element of Healing ist nicht schlecht. Awake, ja, nehmen wir Awake. So. Awake ist immer gut. Zumal die Waffen, die ich habe, also jetzt mal abgesehen von dem Victory Sword, sind die Waffen, die ich habe, jetzt auch nicht die besten. Also die Vögel, die können ziemlich stark werden, aber ja, sind sie halt im Moment zumindest nicht. So mit Limit Break und so, da funktioniert das wunderbar. Einmal hier ein bisschen noch durchrennen. Die Queen Sigma, die kann übrigens keine Golden Eggs bekommen. Aber die ist auch so schon stark genug. So, ich renne mal lieber ein bisschen weiter unten lang, weil nicht, dass ich da die Guardians nachher trigger. Das will ich jetzt auch nicht unbedingt. Wäre nur zum Klavier hin. Ah, so, nehmen wir ein bisschen mehr Erfahrungspunkte noch mit. Ach, Tracked Orb habe ich noch gar nicht, fällt mir gerade auf. Ja, den... Wenn er mir angeboten wird, dann nehme ich ihn gerne mit. Okay. Ich muss mal gucken, weil normalerweise sammle ich die Vögel ja nicht ein. Weil, ja, wie gesagt, die sind halt nicht die stärksten. Und, ja, deswegen achte ich da jetzt mal gar nicht drauf, ob ich die, ob die angeboten werden oder nicht. So, Duplicator auch mal gut. Oh, schöne Musik übrigens gerade. Also die von Queen Sigma. Ja, nehmen wir Duplicator. Dann ist der zumindest aus der Liste hier schon mal komplett raus. So, und gleich sind wir an dem zweiten Guardian vorbei. Rune Tracer wäre jetzt übrigens mit diesem Retaliation Damage auch gar nicht mal schlecht. Aber mir fällt gerade auf, ich habe ja die Rüstung auch noch gar nicht. So, da war das erste Klavier eben. Ah, da haben wir auch den Attract Orb. Sehr schön. Ich bin nicht inverted? Was? Doch bin ich. Ich habe nur, also man kann ja einstellen, dieses Visual Inverted. Also das kann man ausstellen, da ist er doch. Jetzt habe ich aber kurz einen Schreck bekommen, aber ich habe mich gerade daran erinnert, dass ich extra nochmal nachgeguckt hatte. Ja, toll.
Ach nein, die wollte ich ja nicht mal hochleveln. Au, warum so viele von den Dingern auf einmal? Hm. Ja, doch, hier, Track Orb. Das Problem ist, ich mache bei den eigentlichen Gegnern da gerade nicht so wirklich viel Schaden, weil, ja, weil das Victory Sword halt auf alle möglichen Gegner gerade geht. Ja, Mann. Ja, ich mach mal ein bisschen Reroll. Ich will halt die Vögel haben. Also nicht den, sondern den anderen. Nehmen wir hier die Armor, dann werden wenigstens keine, keine Passive Items oder Passive Weapons angezeigt mehr. Außer die, die ich halt hochleveln kann. Ah, ich glaube, die ganzen Explosionsdinger kommen von dem Geist, oder? Kann das sein? Ich habe halt nicht drauf geachtet, weil als ich den besiegt habe, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ja, stimmt, beste Methode ist eigentlich mit 6 Waffen. Weil das ist immer so eine Sache, wenn man 6 Waffen hat und dann nachher in den Limit Break Modus reinkommt, dann werden die Level halt auch auf alle 6 Waffen aufgeteilt. Also man hat keine Waffe, die extrem stark ist, sondern halt mehrere Waffen, die so, ja, in Ordnung sind, sag ich mal. Von der Stärke her. Und ich habe lieber eine Waffe, die richtig stark ist, als mehrere, die halt, ja, so ganz okay sind. Ja, keine Ahnung. Ich will gerade eigentlich nur den anderen Vogel noch haben. Ja gut, und natürlich muss ich den da sowieso erstmal noch töten. Oh, da kommt ein Boss. Muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ja. Kommt mir doch ein bisschen zu nah. Ja gut. Holen wir uns die Truhe mal schnell. Wollte ich eigentlich nicht. Obwohl, jetzt bin ich ja halt schon an dem Klavier dran. Ne? Da ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Wie gesagt, mir ist halt beim ersten Mal passiert, dass ich beide Vögel auf Maximum hatte und dann ja, versehentlich in eine Truhe reingerannt bin, beziehungsweise die Truhe ist halt direkt bei mir gespawnt, da konnte ich gar nicht mehr ausweichen. Ja, stimmt, Banish kann ich auch noch machen. Das stimmt. Aber ich will immer ich will mir immer irgendeine andere Waffe noch holen. So reflexartig quasi. Achso. Nehmen wir erstmal die Rüstung. Okay, jetzt hat er gerade ordentlich Schaden genommen. Da ist er. Oh, endlich. So, jetzt muss ich nur noch den Musik kriegen da. Ja, komm, schön viel Schaden. Und wenn keine Gegner in der Nähe sind, dann nimmt der halt ordentlich Schaden erstmal. Ich werde jetzt auch die Vögel mal. Nein, nee, ich will ich die banishen? Nee, ich werde die, wenn, dann auf Level 7 hochbringen oder einen sogar auf Level 8. Oh, okay, das war's. Gut. So. Hä? Ja, doch. Du landest da. Du landest da. So. Ah, das war's. Gut. Dann machen wir Crown schnell. So, und jetzt, ja, man sieht ja an der Karte schon. Die Gegner sind übrigens ziemlich widerstandsfähig hier. Achso, oh. Moment. Wo ist denn der erste Sarg? Ach, hier. Da ist er. Okay, der war leer. Es wird unheimlich. Der war auch leer. Ich renne hier einfach durch. Ich versuche gar nicht erst, die zu töten. Achso, ja. Ich wollte gerade gucken. Ach, auch leer. Okay. Problem ist jetzt, dass ich halt, dadurch, dass ich die praktisch nicht getötet kriege. Oh, das war der richtige. So, da.
Und der Kampf, der kann Ewigkeiten dauern. Im Moment habe ich Damage Numbers an. Okay, ja gut. Die mache ich nämlich eigentlich mal aus. Ich wusste jetzt gar nicht, dass ich die immer noch an hatte. Screw X mit Razer Maus und Autoklicker auf Leertaste geht echt gut. Ach so, du meinst hier zum Auswählen nachher? Weil ich bin der Meinung, also zumindest bei den Goldfarm-Dingern, die ich mache, da brauche ich halt überhaupt nichts mehr. Ach so, kaufen. Ach so, ja. Golden Eggs kaufen. Ja, hab ich tatsächlich auch. Also ich habe einen Autoklicker. Ich habe den irgendwann mal auf, oh Gott. Ich glaube, 50 Millisekunden waren das. Also quasi 0,05 Sekunden. Alle 0,05 Sekunden kauft. Oh, was? So schnell? Okay, das hat mich jetzt überrascht. Alle 0,05 Sekunden hat er ein Ei gekauft. Da ist aber irgendwann dann immer das Spiel abgestürzt. Das war dem Spiel dann ein bisschen zu schnell. Mittlerweile habe ich es auf ja, quasi jede 1/10 Sekunde einmal ein Ei kaufen. Und da läuft es stabil. Auch wenn es wahrscheinlich noch ein bisschen schneller geht. Aber ja, gut. Ich meine, so viele Golden Eggs brauche ich mit Trouser zum Beispiel nicht mehr. So. Was? Warum? Hä? Warum habe ich denn die Option für Dings hier gar nicht? Für alle Revivals weg. 20 Eggs die Sekunde geht auch. Ah, okay. Ja gut, wäre immerhin doppelt so schnell. Hä? Okay. Normalerweise hat man mittlerweile, also seit mehreren Updates schon, die Option, dass man dann quasi alle Revivals auf einmal verbraucht, damit das halt schneller geht. Ja, das war dieser Bosskampf. Und apropos Bosskampf, den kann ich mich auch nochmal zeigen. Nehmen wir auch Queen Sigma. Diesmal aber wieder. Das geht bei White Death nicht. Okay, schon lange her, dass ich White Death besiegt habe. Jetzt abgesehen von dem einen Ding letztens halt. Achso, oh, ist ja 0 Uhr. Geil. Hätte ich jetzt tatsächlich fast verpasst. Und danke für die Glückwünsche. Nee, was soll ich sagen? Achso, ja, jetzt war ich gerade ein bisschen durcheinander. Nee, den habe ich jetzt abgesehen vom, vielen Dank an Live. Jetzt hätte ich es beinahe wieder vergessen. Vielen Dank an Live nochmal für den verschenkten Sub. Happy Urknall, oh wow. Hi Wikinger und danke. Und achso, ja, genau, ganz wichtig natürlich, RKG, nicht vielen Dank, sondern herzlichen Glückwunsch auch dir zum 41. Geburtstag. Ja, genau. Wir haben nämlich mal festgestellt, dass wir am selben Tag Geburtstag haben. Also wirklich absolut am selben Tag auch geboren worden sind. Und heute vor 41 Jahren wurde übrigens auch die Band Metallica gegründet. Möchte ich mal so festhalten nebenbei. Also RKG und ich sind auf den Tag genauso alt wie die Band Metallica. Auch wenn ich deren Musik nie so wirklich gehört habe, war nie so ganz meins. Aber ja. Nee, aber da könnt ihr auch gerne mal gratulieren. Trauriges Jahr für Metallica, ja gut. Das erste Jahr ist halt immer ein bisschen schwierig, ne? So, wo haben wir es? Da. Der finale Bosskampf. Oh. Ich hätte vielleicht nicht unbedingt das Dings hier reinmachen sollen, das Invert, aber egal. So, und hier ist eine Besonderheit. Je mehr Golden Eggs man hat, desto schlechter wird man in dem Kampf. Weil alles, was man an Golden Egg Bonus kriegt, das wird einem abgezogen. Also quasi von den Grundstats her. Ich kann es mal... Ah, Moment. Kann ja mal das mit einem anderen Charakter machen. Und wow, vielen Dank für die 10 Euro. Ja, ich wollte gerade Dollar sagen. Wow, das ist so Gewohnheit von den Restreams. Aber vielen Dank für die 10 geschenkten Euro.
Dankeschön. Das hast du mal mit Trouser gemacht. Ja, genau, das wollte ich nämlich jetzt auch zeigen. Trouser mit seinen 250.000 und 2 Golden Eggs. Die Werte seht ihr ja im Moment. Ach so, stimmt, das ist ja hier immer weg dann alles. Aus irgendeinem Grund. Ja gut, das Inverse lasse ich jetzt mal weg. Du kriegst, ja, was kriegst du? Das Victory Sword. Was ist denn das? Ach da. So. Obwohl, macht ja eigentlich keinen Unterschied. Oh Gott. Es dauert eine Weile, bis die alle weg sind. So, plötzlich. Ach nee, nee, es sind die ganz normalen Werte. Okay. Aber die sind halt nicht besonders gut. So, jetzt ist aber Schluss. Ja, so. Ich will auch nicht, dass irgendeiner sich hier übernimmt oder, weiß ich, in die Armut getrieben wird oder so. Ja, das wäre mir dann logischerweise auch ein bisschen unangenehm. Nee, dann machen wir es jetzt ganz normal mit Queen Sigma. Aha, so, Arcanas will ich natürlich haben, gerade mit ihr, weil sie ja doch ein paar mehr kriegt und Mauszeiger aus dem Bild. So. So, und sie hat halt, ja, an sich schon ziemlich gute Werte. War ein Bug am Day One. Das haben sie gefixt. Was? Ach so, ja, das mit dem Minusleben. Stimmt. Stimmt. So. Alles auf dem Kopf übrigens. Ihr könnt es euch ja durchlesen. Ich habe gar nicht erst versucht, das irgendwie. Ich meine, ich hätte es aufnehmen können, dann das Bild einmal drehen, aber der Text rennt da auch so schnell durch. Also. Ist auch nicht angenehm, dann das zu lesen. Aber der Spruch hier, but enough talk, have at you. Symphony of the Night. Also nicht nur Symphony of the Night, aber ich glaube, da ist der am präsentesten oder ja, das ist so der berühmteste Ort, an dem dieser Spruch vorkommt. So. Crown. Crown ist hier sehr wertvoll, weil wir nur begrenzte Anzahl an Erfahrungspunkte sammeln können. Okay, das ist vielleicht gerade ein bisschen sehr laut, aber egal. Jo, alles klar. Dann schlaf gut, Leif. Und ja, vielen Dank nochmal für die verschenkten Subs und für die 10 Euro. Und ja, bis zum nächsten Mal. So, hier mal schnell noch ein bisschen Erfahrungspunkte einsammeln. Nom, nom, nom. Achso, ja, hier sind natürlich auch ein paar Kerzen, aber. Ja, falls mal die Energie niedrig wird, kann ich sie eventuell gebrauchen. Aber vielleicht habe ich jetzt auch ein bisschen viel schon in die Krone investiert. Ja, werde ich sehen. Wie gesagt, man hat halt nur begrenzte Erfahrungspunkte hier in dem Level, also Level in Anführungsstrichen. So, nehmen wir das. Und dementsprechend. Ist die Krone eigentlich wertvoll? Aber wenn man da halt 5 Stufen investiert, hat man ja auch einiges an Erfahrungspunkten nur dafür verschwendet. Warum war das denn so laut? Ach so. Also hundertprozentig verstehe ich den Kampf immer noch nicht. Ich weiß aber, dass man im Endeffekt nur durchhalten muss, eine ganze Weile. Ich glaube, so in der ersten Phase muss man tatsächlich aktiv was kaputt machen. Aber später muss man nur durchhalten. Vielleicht auch. Ah, ja, hier, Empty Tome. Das nehmen wir mit. Bin ich halt auch nicht mehr gewohnt, dass man das, dass es sinnvoll ist, das mitzunehmen. Ach ja, stimmt, weil man alle Items verliert. Stimmt. Ja, komm, wir nehmen die Krone immer noch. Dann müsste ich halt tatsächlich mal testen, ob sich Stufe 5 Krone lohnt. Also der Erfahrungspunkte-Bonus, den man dafür kriegt, ob der halt die investierten Erfahrungspunkte überhaupt wert ist dann. So. Einmal hier so ein bisschen. Ja, Victory Sword. Ich will halt Victory Sword auf Level 8 auf alle Fälle haben, weil dann dieses. Wie nannte sich das hier nicht Finisher? Ach gut, komm, nehmen wir die Krone nochmal. Ja, wird dann ja gleich angezeigt. Dann kann ich mal gucken, wie das genau hier ist. Aber dann kommt auf alle Fälle diese stärkere Variante der Attacke.
So, Base Damage ein bisschen hoch. Ah. Ah, jetzt nimmt er Schaden. Aber jetzt vernichte ich gerade quasi diese Masken, die er da um sich umschweben hat. Ach Mann. So. Problem ist das Victory Sword, man hat es eben ganz gut gesehen. Das geht halt auch auf diese goldenen Eier, die hier rumfliegen. Und ja, ich weiß gar nicht, ob man die zerstören kann. Aber selbst wenn man sie zerstören kann, würde ich es halt nicht machen, weil wenn sie aus dem Bild sind, kann es mir ja auch egal sein. Ach stimmt, sie kriegt ja auch. Also Queen Sigma kriegt ja dann hier auch gar keine Arcanas. Weil das Item dafür ja weg ist. Also man muss eigentlich ein Item holen, um. Oder finden, um die Arcanas überhaupt zu aktivieren. Das fällt dann halt jetzt weg, logischerweise. So, ah, Hilfe, 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 Hilfe. Und tot. Einen Weibel habe ich noch, okay. So, ganz schön ein paar Erfahrungspunkte einsammeln. Ah, hier sind auch noch welche. Na komm. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und wieder tot. Kann ich dir gleich sagen, Rizal. Und zwar, man kann nichts gegen diesen White Death, hier machen. Der tötet einen einfach so lange, bis man kein Revival mehr hat. Also, sieht man da ja jetzt gerade. Hier, Revivals und gar keiner mehr. Und dann kommt er nochmal, wird aber dann im letzten Moment weggeschlagen. Also es ist einfach nur eine Spielmechanik, der man hier nicht entgehen kann. Sorgt nur dafür, dass man keine Revivals mehr hat. Oh, super. Oh, das ist eine Erfahrungspunkte. Ja, die nehme ich gerne mit. So, so, so. Hier noch ein paar Erfahrungspunkte. Spinach. Nee, ich krieg jetzt nicht mehr allzu viele Erfahrungspunkte, deswegen jetzt erstmal Richtung Schwert. Weil sich das dann auf. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich will an die Erfahrungspunkte da oben noch ran. Und da unten. So, jetzt. Enables Critical Hit and Combo Finisher. So hieß das Ding. Combo Finisher. Das bin ich vorhin gerade nicht gekommen. Okay, dann ist diese eine Phase jetzt übersprungen worden, tatsächlich. Ja, komm, nehmen wir das. Nee, weil normalerweise, normalerweise kommt der White Death halt noch ein drittes Mal, beziehungsweise je nachdem, wie viele Revivals man hat, kommt dann nochmal an und dann sieht es halt aus, als wenn man wirklich sterben würde. Nur dann wird der halt in dem Moment, in dem er einen selber dann töten will, wird er halt weggeschlagen. Das ist halt an sich ganz witzig. So, nehmen wir nochmal Spinach. Ja, hier Victory Sword nochmal. Obwohl es jetzt eigentlich keinen Unterschied mehr macht. Glaube ich. Also ich weiß gar nicht, ob man ihm jetzt Schaden machen muss oder nicht. Ah doch, ja, muss man tatsächlich noch. Man hat es ja an den Geräuschen gerade gehört. Na komm, ich will dich da an ihn ran. Okay. So, und ab jetzt ist es eigentlich schon vorbei. Es dauert halt nur eine Weile. Die Erfahrungspunkte, die ich hier kriege, man sieht ja oben mittlerweile zwei Leisten, beziehungsweise da oben, ganz oben taucht schon die dritte auf. Ich kriege jetzt technisch gesehen die ganze Zeit immer noch Level dazu, aber ich kann halt nichts mehr aufleveln. Gold, ich weiß gar nicht, ob das Gold wirklich zählt. Ja. Komische Hände am Rand und gleich gehen auch die ganzen Schatztruhen. Also unten sind ja so große Schatztruhen zu sehen. Ah ja, da. Ich wollte gerade sagen, gleich gehen die auf. Und Abspann. Hey. Im Abspann gibt es auch noch was Witziges. Und zwar dieses Back da oben, also dass ich halt zurückgehe. Das haben die sehr wörtlich genommen.
Ich gehe mal einmal rauf. Ja, da drehen die sich einfach um. Gehen in die andere Richtung, da die ganzen Sprites. Wenn ich nochmal raufgehe, gehen sie wieder in die andere Richtung. Und gleich ist dieser Back-Button dann irgendwo auch unten bei denen. Genau da. Finde ich halt, wie gesagt, witzig. Achso, ja. Was passiert eigentlich, wenn der aus dem Bild raus ist? Ah, okay, ja gut, kommt wieder rein. Ich will nur mal ganz kurz was gucken. Ne, schade. Weil das hatte ich nämlich in einem Video von Dex gesehen. Der hatte sich in Anführungsstrichen so ein bisschen aufgeregt und was? Wake up to reality, Hallöchen. Und ja, vielen Dank für dein Follow natürlich. Was du drücken musst für die Tasten, nimm mal den weißen und den schwarzen Vogel mit. Die beiden zeigen dir an, welche Tasten du drücken musst. Ich weiß es jetzt aus dem Kopf nämlich selber nicht mehr. Also wenn man es weiß, dann braucht man die Vögel nicht. Aber wie gesagt, ich weiß es halt nicht mehr. Ich weiß nur, Gott, die zweite weiße von links, dann die zweite weiße von rechts, dann glaube ich die erste schwarze von rechts. Und weiter weiß ich jetzt leider nicht mehr. Ich habe es vorhin gerade gemacht, aber wie gesagt, ich weiß es nicht mehr. Nee, aber einfach beide Vögel mitnehmen, darauf achten, dass die nicht evolutionieren. Also dass du halt wirklich den weißen und den schwarzen wählst und dann halt am Klavier machen. Oder notfalls, wann waren das? Ungefähr vor einer halben Stunde hier in dem VOD. Da kannst du ja notfalls mal reingucken. Vielleicht findest du das so auf die Schnelle. Also ich glaube, es war nicht ganz eine halbe Stunde. Weiß es jetzt nicht mehr genau. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal irgendeine Challenge, oder? Also dafür natürlich X aus. So, das auf Stufe, also auf 6 Waffen. Achso, ja, genau, Twitch-Integration. Stimmt, da wollte ich ja mal gucken. Option. Das verschwindet aber auch irgendwie immer wieder, ne? Moment. So. Twitch Connect. So, und jetzt habe ich aber keine Ahnung, wie das bei Twitch an sich, ob ich da noch irgendwas einstellen muss oder so. Ich gehe mal einfach wieder zurück. Achso, kann ich jetzt einfach starten? Twitch Mode enabled. Okay, das steht schon mal da. Das ist gut. Mit wem machen wir eine No Movement Challenge? Das könnt ihr ja über die Integration definitiv noch nicht auswählen, aber ja, ihr könnt da mal einen Vorschlag machen. Am besten irgendeinen Kosmos. Oh Gott, wer war Kosmos nochmal? Achso, der Vogel, ne? Oh Gott. Das ist gemein. Ja gut, machen wir. Ich würde sagen Inlaid Library. Da kriegt man schön viele Erfahrungspunkte. Achso, genau. Hyper rein, Arcanas rein. Also das sollte noch erlaubt sein. Inverse lasse ich mal draußen. Moment, ich will mal kurz was gucken. Ja, plus 200. Enemy Help. Naja, das ist mir ein bisschen zu viel. Okay, ich muss jetzt nur aufpassen. Ja, oder soll ich eine No-Movement-Challenge machen oder erstmal ganz normal? Ne, ich mache No-Movement. So, was nehmen wir? Gemini macht eigentlich Sinn bei ihm, ne? Würde ich mal sagen. Und dann noch beide Pistolen rein. Ja, Evolution wird ein bisschen schwierig. Kann tatsächlich funktionieren. Aber ich darf mich ja nicht zu einem Mangrove. Grove? Oh Gott. Moment. Ansonsten, Awake ist immer gut bei einer No-Movement-Challenge. Ach so. Ach so, der Baum. Ach, Mad Groove. Ja, stimmt. Stimmt. Obwohl, an die Sachen komme ich ja trotzdem nicht ran. Ja, die Erfahrungspunkte.
Ja, wir machen's. Ja, die EP. Klar, aber. Ach so, ach ja, stimmt, ihr könnt ja jetzt auswählen. So. Okay, Victory Sword bin ich sogar relativ dankbar für. Und ich denke mal, wenn die Zeit abgelaufen ist, dann. Ja, dann kann ich wahrscheinlich selber auswählen, ne? Was habt ihr mir jetzt gegeben? Oh nein. Oh, das ist mies. Das Ding funktioniert nämlich nur, wenn ich mich bewege. Okay, das ist vielleicht nicht die beste Idee gewesen jetzt. Achso, dann bekomme ich random sogar. Okay, aber gut zu wissen. Ja, der Ring, der ist nicht schlecht. Also was ich, was eigentlich bei einer No-Movement-Challenge immer Sinn macht, ist, achso, ich wollte gerade was auswählen, ist Attract Orb natürlich und Pentagramm macht auch mal Sinn, aber Pentagramm dann nur auf Stufe 1. Damit man dann die Erfahrungspunkte, die weiter weg sind, damit man die halt quasi auslöschen kann. Oh nein, ihr habt ja da noch andere Möglichkeiten. Ach, und Hi Bindestrich übrigens. Ich glaube, du hattest noch nicht geschrieben bisher. So, ach so. Okay, ein Reroll gab's gerade. Ich hoffe, der Delay ist jetzt nicht zu groß. Aber ich glaube nicht. Ah, Toronas Box, okay. Ja, der Fire Breathing, Medusa Swarm, oh nee, und Summon Release? Ich hab mir gerade Medusa Swarm gegeben, ne? Verdammt. Das Lustige ist, im Grunde kann ich den Controller gerade weglegen. Ich darf mich ja nicht bewegen und ja, ich darf ja selber auch nichts auswählen, das macht ihr ja alles. Ah, Clocklenze, okay, könnte nützlich sein, aber wahrscheinlich eher nicht so sehr. Ja klar, kein Problem, bin ich Strich. Überhaupt kein Problem. So. Ach so, Medusa sind die kleinen Dinger da. Stimmt. Ich war jetzt bei den großen Schlangenfrauen, die später, also deutlich später hier in dem Level kommen. So in den 20er Minuten nachher. Ah, nochmal Clocklenzel, okay. Na, schauen wir mal. Das ist jetzt mehr ein Reaction-Stream als ein Gaming-Stream hier gerade, weil ich kann ja nur auf das reagieren, was getan wird von euch. Aber eigentlich ist Cosmo gar nicht so schlecht für eine No-Movement-Challenge. Ja, weil, gibt halt ordentlich Erfahrungspunkte. Ach, war da das nächste Event eben? Muss ich gleich mal drauf achten, was da noch mit dabei stand. Na, Crown. Ja, okay. Crown nehme ich. Oh, die Reichweite, die ist so gering. Da liegen überall Erfahrungspunkte rum und ich komme nicht ran. Chicken Bonanza, Medusa Swarm und Bat Swarm. Okay. Ja, ich habe keine Wahl, genau. Ah, Crown, ja. Ich meine, gut, Crown bringt mir halt nichts, wenn ich nicht mehr an die Erfahrungspunkte rankomme. Aber cool. So kann man es auch mal machen. Ah, komm, Level 10, ja. Ich habe Level 10 erreicht. Ich kann ja zwischendurch dann trotzdem mal sagen, was ich nehmen würde. Ich glaube, hier würde ich jetzt das Victory Sword nehmen. Hier würde ich definitiv das Pentagramm nehmen. Aber das soll nicht eure Wahl beeinflussen. Also ihr könnt es mir so leicht oder so schwer machen, wie ihr wollt. Oh, Erfahrungspunkte alle weg. Das ist gut, weil... also mal kurz zur Mechanik. Das kann ich ja mal nebenbei erklären. Es werden niemals, weiß ich, unendlich viele Erfahrungspunkte auf dem Boden liegen. Sondern wenn eine bestimmte Anzahl an Erfahrungspunkte-Kristallen erreicht ist, die da liegen...
dann werden alle, die neu erzeugt werden würden, die werden dann einfach in einen roten Erfahrungspunkt, in einen roten Erfahrungskristall ja, integriert, genau. Und dadurch, was will ich sagen? Achso, ja, genau. Und dadurch würde man halt, wenn man diesen einen Kristall einsammelt, enorm viele Erfahrungspunkte kriegen. Aber wenn ich an den nicht rankomme, es werden ja keine neuen mehr gebildet, dann ab diesem Zeitpunkt, wenn ich an den dann nicht mehr rankomme, dann habe ich halt ein Problem. Und normalerweise kommt man da ja ran, aber die No-Movement-Challenge halt. Oh, Free Passive habe ich da gerade gesehen. Das ist auch interessant. Also bei den Events da eben. So, mal schauen, was sie mir jetzt gibt. Was? Irgendwas bannen? Oh, bitte nicht das Victory Sword. Ich glaube, das ist im Moment... Danke. Das ist im Moment noch meine beste Waffe gewesen, wollte ich gerade sagen. Ja, aber Free Passive, Jelly Swarm und Medusa Swarm. Mal 4. Deswegen. Aber das mit Shadow Pinion finde ich schon ein bisschen fies. Weil, ja, die Waffe funktioniert halt so, dass man sich bewegt. Und wenn man dann aufhört, sich zu bewegen, dann wird die quasi in diese Richtung, in die man sich gerade bewegt hat, zuletzt dahin wird sie abgefeuert. Dadurch, dass ich mich aber gar nicht bewegen kann, fällt das halt komplett weg. Aber wenigstens wurden gerade die Erfahrungspunkte ausgelöscht. Die erste Variante war doch richtig. Lalalala. Oh, komm. Ach, das sind die ist der Jelly Swarm gewesen, ne? Ja. Oh, Moment, ich will mal ganz kurz was gucken. Max Health? 27? Okay. Hm. Oh, wow. Wow. Wenigstens darf ich noch reviven selber. Also ein bisschen was muss ich dann doch noch machen. Nämlich, ja, wenn ich sterbe. Noch ein Reroll. Hey. Okay, ich hätte wahrscheinlich Lightning Ring genommen. Ich weiß gar nicht. Was habe ich denn jetzt überhaupt bekommen? Hä? Okay. Warum waren da eben Vögel? Hä? Die habe ich doch gar nicht. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Da war das eins von den Events da eben. Fires one more projectile. Ja, toll. Bringt halt überhaupt nichts, wenn ich mich nicht bewegen kann. Oh, Tract Orb. Bitte nehmt den Tract Orb. Tut mir den Gefallen. Achso, ah ja, stimmt. Die hatte der Charakter von vornherein. Stimmt, die werden ja nicht mal als Waffe da aufgelistet. Oh, ich habe den Attract auch bekommen. Oh, gleich nochmal. Das wäre geil. Gleich nochmal. Ich kann ja mal anders argumentieren. Je mehr ihr mir für einen Attract Orb gebt, desto mehr Erfahrungspunkte kriege ich und desto mehr Interaktion habt ihr im Endeffekt. Ansonsten, wenn ich irgendwann gar keine Erfahrungspunkte mehr kriege, dann fällt ja die Interaktion komplett weg. Oh, Toronas Box. Pentagram, okay. Das Pentagram. Oh! Hat die Erfahrungspunkte nicht ausgelöscht, was jetzt eigentlich nicht so gut ist. Weil, ja, kommt drauf an, wenn Attract Orb hoch genug ist und dann Mad Groove kommt, also dass halt alle Gegenstände angezogen werden, dann kann es sein, dass die Erfahrungspunkte in Reichweite sind. Wird sich dann zeigen. Okay. War da gerade noch ein Event? Muss ich gleich mal drauf achten. Aber, oh, ich glaube, die Attract Orb Diskussion, die hat tatsächlich was bewirkt. Candy Box, oh cool. Okay, nee, es reicht im Moment auf alle Fälle noch nicht.
Oh Gott, was hätte ich hier genommen? Keine Ahnung, Clocklancet bringt mir halt auch nicht allzu viel. Aber wahrscheinlich hätte ich irgendwas in Richtung Reroll gemacht oder so. Oh. Ja, warum habe ich die jetzt alle doch eingesammelt? Hm. Ja gut. Ah, so schön entspannend hier gerade. Auch wenn mir das Ergebnis im Moment noch nicht so ganz gefällt, aber zumindest entspannt. Also hier würde ich auf alle Fälle Garlic nehmen, wenn ich die Wahl hätte. Du kommst an die Candybox nicht ran. Ich weiß auch gar nicht, wie das dann ist, ob ich mir bei der Candybox die Waffe dann selber ausruhen könnte oder ob das auch über den Chat dann funktioniert. Das wäre vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen. Fürs nächste Mal erstelle ich mir einfach 5 Fake-Accounts, habe dann 5 verschiedene Browser offen und dann, dann stimme ich einfach mal selber für das ab, was ich haben will. Ah nein, würde ich nicht machen. Das, dann kann ich ja auch gleich die Twitch-Interaktion hier komplett rausnehmen. Das wäre so ein bisschen witzlos im Endeffekt. Shooting Star, was ist Shooting Star? Light Source ist okay. Ja, die werden mir wahrscheinlich auch nicht wirklich viel bringen. Ich meine, Light Sources, wenn dann Kruzifix dicht genug ist und dann in dem Moment irgendein Boss auftaucht, den ich damit schnell besiegen kann, da wäre es sinnvoll, aber... Oh Gott. Könnte irgendwas bannen. Shadow Pinion. Das würde mir ganz doll wehtun, wenn der Shadow Pinion jetzt bannt. Bisschen umgedrehte Psycho... Oh, wow. Hat funktioniert. Nein, also wahrscheinlich hat es nicht daran gelegen, aber... Oh, da ist ja sogar eine Candybox links. Ach, das meintest du mit, ich komme da nicht ran. Ja, ich habe es eben gar nicht gesehen. Was, was, was? Ach so, ach, das war der Shooting Star, ne? Oh, das ist natürlich in der No Movement Challenge ganz mies. Oh ja, check up. Und direkt nochmal. Aber. Achso, Moment. Muss mal kurz warten, bis das hier wieder weg ist. Warum gibt's. Achso, ich wollte gerade sagen, warum gibt's da gerade keinen Countdown oben? Empty-Turm habe ich auch, das fällt mir jetzt erst auf. Also bei Armor wäre ich ganz, ganz traurig. Schade. So, ich wollte ja nur mal kurz was gucken. Ah, Recovery 26,5%. Oder 26,5. Deswegen, ich habe zwar wenig Energie, aber was ich verliere, kriege ich halt quasi sofort, also mehr oder weniger sofort wieder zurück. Ich glaube aber, das wird später nicht mehr so gut funktionieren wie jetzt noch. Na, hier würde ich wahrscheinlich die Crown nehmen. Also ich selber. Halt. Banish, ja. Jetzt wird die Crown gebanished. Ich sehe es jetzt schon, ja. Ich hasse euch. Nein, nein, nein. Aber ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht. Ah, noch eine Candy Box. Was wäre so mies, wenn da überall Candyboxen rumliegen würden? Summon Knight? Okay. Weiß ich jetzt gar nicht. Lass mich das mal machen. Ja gut. Ist Summon Knight? Weiß ich jetzt überhaupt nicht, was damit gemeint ist. Stone Mask, die kann weg. Also die hätte ich jetzt gewählt, wenn ich irgendwas banishen müsste. Ja gut, Armor. Ich meine, Armor ist in der No-Movement-Challenge gar nicht mal verkehrt. Oh, ja, ja, ja. Ah. An die ganz Äußersten komme ich noch nicht ran.
Und Dragonina, hallo und vielen Dank. Wir machen gerade einen ganz chilligen, ja, passiven Stream. Eine No-Movement-Challenge. Ach, da ist tatsächlich die zweite Candy-Box. Oh, wow. No-Movement-Challenge, das heißt, ich darf mich hier nicht bewegen. Und ja, mit Twitch-Interaktion, das heißt, der Chat darf die Gegenstände für mich auswählen. Das heißt, das Einzige, was ich tun kann, ist auf den Knopf drücken, wenn ich wiederbelebt werden soll. Mehr habe ich nicht zu tun. Ich habe so das Gefühl, dass, ihr unbedingt Tonas Box auf Level 9 bringen wollt. Irgendwie plus 100 Curse. Plus 100% Curse. Chicken Bonanza, Shooting Star und Jelly Swarm. Okay. Das war Chicken Bonanza. Also ich denke mal für die Heilung, aber ich glaube Chicken Bonanza würde mir tatsächlich auch gar nichts bringen, weil oh wow. Entweder passiert sowas oder ich heile mich selber ganz schnell wieder. Ah, da sind überall Chicken außen rum. Ja. Ey, ich glaube in der Welle. Ah, die werde ich eventuell noch überleben können, aber ich glaube spätestens ab der nächsten Welle. Obwohl die nächste war, glaube ich, schon die Farmwelle. Ich glaube Minute 8 kam die Farmwelle. Oh ja, Attract Orb. Bitte. Vor allem Wings. Die kann ich aus so vielen Gründen nicht gebrauchen. Einerseits bewegen kann ich mich ja sowieso nicht. Oh, das war laut. Bewegen kann ich mich ja sowieso nicht im Moment. Die Evolution für die Waffe, okay, das war's, ne? Ja. Die Evolution für die Waffe hätte ich sowieso nicht gekriegt, weil. Oder höchstwahrscheinlich nicht bekommen, weil ich ja keinen Schatz drin einsammeln kann. Und selbst wenn ich die bekommen hätte, ja, die Evolution vom Shadow Pinion funktioniert genauso. Das heißt, ich muss mich bewegen. Wenn ich dann aufhöre, mich zu bewegen, dann. Dann wird sie abgefeuert. Jedes Mal, wenn du was sagst, überlege ich, Items zu bannen. Oh. Gut, probieren wir es nochmal. Pepino? Wollen wir Pepino nehmen? Weil der ist ja eigentlich darauf ausgelegt, dass man eine No-Movement-Challenge mit ihm macht. Ich meine, er hat jetzt Bewegungsgeschwindigkeit minus 90%. Wenn ich alle Upgrades weglassen würde, also mit Upgrades meine ich hier die Power-Ups, ne, dann hätte er halt minus 100%. Minus 100% bedeutet halt, ja, Bewegung 0. Kann sich nicht mehr bewegen. Wir nehmen wieder Inlaid Library, ne? Ich könnte jetzt mal ganz, ganz mies sein, einfach nur Movement Challenge machen im, wie hieß es nochmal hier, Ilmulis. Ja, da kommen nämlich keine Gegner auf mich zu. Aber nein, das wäre ein bisschen witzlos. So. Mad Groove, ja doch, nehmen wir wieder. So. Ihr dürft wieder wählen. Gott, ein Baum, der eine Axt als Waffe wählt. Das wäre schon ein bisschen sehr. Ja, nee, ironisch ist es ja nicht mal mehr. Wenn das mit Trouser macht, sind alle Gegner weg und sie respawnen nicht. Habe ich schon ein paar Mal gehabt. Nicht nur mit Trouser. Also generell, wenn man. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber wenn man. Ja, scheinbar zu überpowered ist, dann spawnen die Gegner in Ilmulis nicht mehr und dann ja, kann man halt nichts mehr machen. Ach, Area ist das? Ah, okay. Ich hatte es halt nur ein paar Mal gesehen, so zwei, drei Mal hatte ich das, glaube ich. Und Ilmulis spiele ich aber generell nicht allzu häufig. Ach, habe ich. Ja, ich habe die Echse bekommen. Aber ich habe auch Laurel bekommen. Das stimmt, Laurel ist in der No-Movement-Challenge ja sehr gut. King Bible zusammen mit Garlic, beziehungsweise, oh Gott, wie sind die Evolve-Form von Garlic nochmal? Die nutze ich so selten. Irgendwas mit Soul, ne?
Achso, wenn man Screen Wipe cleared, okay. Ah, gut zu wissen. Daran lag es dann also. Aber Garlic hat im Moment den Vorteil, dass man... Soul Eater, genau, genau, danke. Er hat im Moment den Vorteil, dass man die Reichweite von vom Dings hier, also Magnet, halt ganz gut abschätzen kann. Pentagrammbann, ja, das gefällt mir. Pentagramm auf Stufe 1 ist in der No-Movement-Challenge immer gut. Weil, ja, man will ja irgendwann, dass die Erfahrungspunkte weg sind, also die zu weit weg sind, um sie einzusammeln. Und, ja, dementsprechend ist das schon sehr hilfreich. Attract Orb wäre jetzt natürlich auch geil. Also ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, was für Events da jetzt sind. Muss ich gleich mal gucken. Ah ja, ich habe Attract Orb komplett. Summon Release. Skeleton, was war das? Irgendwas mit Skeleton. Und mal eins, das habe ich auch noch gesehen. Ja, ich hätte wahrscheinlich die Axt ausgebaut. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, was ich bekommen habe. Ach, Skeleton Swarm war es, okay. Und Summon Molise würde mich tatsächlich mal interessieren und Pet wüsste ich jetzt auch nicht, was damit gemeint ist. Ja, hier würde ich auch die Axt ausbauen. Vielleicht Center Water. Also an sich ist Center Water geil, aber vor allem in der Evolution. Ach so, ach, das ist der Händler. Ach, der heißt Molise? Okay, ist mir nie aufgefallen. Oh, ich krieg schön viel Heilung auch wieder zurück. Oh ja, Erfahrungspunkte. Das wäre natürlich nicht verkehrt jetzt. Ich habe übrigens streng genommen noch nie eine No-Movement-Challenge beendet. Ich habe aber auch ehrlich gesagt das nie probiert. Oder hatte ich das im Stream mal gemacht? Ich wollte nur mal kurz was gucken hier. Was wollte ich jetzt nochmal gucken? Ja gut, ich lasse erstmal weiterlaufen. Aber irgendwas wollte ich gerade gucken. Achso, ja, ich weiß wieder was. Muss ich jetzt gleich mal warten. Und danke für den Attractor. So, 160 Health. Da war ich mir nicht mehr ganz sicher. Ich wusste noch, dass der mehr hat als durchschnittlich. Also der Standardwert bei Health ist halt 100. Recovery ist, glaube ich, 0,5 auch der Standardwert, ne? Ja, und Move Speed natürlich 0%. Also plus minus 0 quasi. Also Standardwert jetzt ohne die Power-Ups, muss ich auch dazu sagen. Okay. Das Pentagramm eben war ein bisschen ungünstig. Es kam zum blöden Zeitpunkt. Hat er nicht einiges an Erfahrungspunkten gerade gekriegt. Ja, naja, kann man nichts machen. Armor wäre jetzt nicht schlecht. So. Ja, Center Water ist auch okay. Nur, der Center Water, also so wie es jetzt ist, man sieht ja, dass die ganzen Erfahrungspunkte da außen liegen. Naja, so viele sind es jetzt nicht, aber so ein paar da links und rechts liegen. Moment, ich lege meinen Controller lieber weg, nicht, dass ich da versehentlich mal raufkomme. Moment, ich zeig's gleich mal. Und zwar hier, diese Erfahrungspunkte hier. Oder hier. Die sind halt durch das Center Water entstanden. Wenn das die Evolutionsstufe erreicht hat. Oh, nice. Wenn das die Evolutionsstufe erreicht hat, dann ist das halt immer um den Charakter selber rum. Da wäre es halt in der No-Movement-Challenge deutlich besser, deutlich sinnvoller. Aber dann, dafür muss man halt erstmal eine Truhe dann auch bekommen. Und das ist halt... also es geht, wenn ein Gegner ja im Grunde über uns steht, also direkt über uns, und dann stirbt, dann wandert die Truhe so ein kleines bisschen nach unten. Und dadurch kann man dann halt auch... einsammeln oder wenn der Gegner halt direkt in einem drinne ist und dann stirbt. Allerdings stirbt man dabei selber häufig auch das ein oder andere Mal. Ach, Cooldown minus 5. Also da hätte ich gerne tatsächlich noch ein bisschen mehr bzw. weniger Cooldown. Ist es dann im Endeffekt ja.
Oh, Bugs, das ist in Ordnung. Die sieht so klein aus, das kenne ich schon gar nicht mehr. Bei Area, Moment, ich guck mal ganz kurz. Area ist ja... Ja, plus 10% sogar. Okay. Also die werden eigentlich sogar noch einen Ticken kleiner. Nicht viel kleiner, aber... So. Ich merke übrigens auch gerade, seit ich auf 6000, also Kilobitrate 6000 gestellt habe. Oh, Rosary. Aber im richtigen Moment wäre ein Rosary richtig geil. Also, wenn ein Boss kommt, so in 22 Sekunden. Die steigt noch? Ach, was meinst du jetzt? Cooldown steigt noch oder was? Ich weiß jetzt nicht mehr. Ich hatte über Cooldown geredet und über irgendwas anderes noch. Ach, Area. Okay. Oh, Flames of Misspell. Ist, glaube ich, eine ziemlich seltene Waffe. Also die tauchte nicht so häufig auf. Also es gibt für jede Waffe immer so eine prozentuale Chance quasi, dass die auftaucht. Und solche Sachen wie, weiß ich, Axt oder Eggs und Garlic und Knife zum Beispiel, die haben halt eine sehr hohe Chance. Und es gibt dann wiederum Waffen mit einer deutlich niedrigeren Chance. Oh, da kommt der Boss. Jetzt wird's interessant. Okay. Ja, doch, er hat mich getötet. Aber von dem könnte ich tatsächlich eine Truhe kriegen. Ist dann zwar noch keine Evolution Chest. Oh, da habe ich meine Truhe. Und Damperer, vielen Dank für die, ja, 1000 Bits. 10 Euro ja insgesamt. Cool, Dankeschön. Und hallo natürlich auch. So, oh, Laurel. Ja, nehme ich gern. Ja, Bosse sind in der No-Movement-Challenge zumindest immer etwas schwer, ja. Aber da ist der Baum ganz gut geeignet. Der hält nämlich ein bisschen mehr aus als die meisten anderen. Ich überlege gerade, ich glaube, mit den Bits von Damperer bin ich jetzt sogar über dem Auszahlungslimit. Cool. Ist ja mittlerweile nur noch bei 50 Euro statt 100. Ich streame ja selten, deswegen kriege ich da halt, dass ich alle paar Monate vielleicht mal einen Sub normalerweise. Heute natürlich ein bisschen mehr, freut mich auch. Ja, ich habe bisher in meiner ganzen Streamer-Karriere, in Anführungsstrichen, genau zwei Auszahlungen gehabt. Aber lustigerweise immer kurz vorm ZFM, also 2018 kurz vorm ZFM und 2019 kurz vorm ZFM. Und da war es natürlich ganz praktisch, weil es ist halt mehr Geld für ZFM gewesen, im Endeffekt. Oh Gott, was würde ich hier nehmen? Flames? Ich meine, die Flames of Misspell sind an sich cool, aber die gehen halt auch nur in eine Richtung. Also die Evolutionsstufe von Flames of Misspell, die ist eigentlich ziemlich cool, weil das ist quasi so ein dauerhafter Flammenwerfer, also diese NFTs. Wobei ich weiß immer noch nicht, wofür das N da drin steht. Also FT ist halt Flamethrower, aber das N weiß ich nicht. Vielleicht weißt du das ja, Risal. Ich höre nur immer NFT und hab dann keine Ahnung, wofür das N steht. So, jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, was ich gerade bekommen habe. Aber da ist ein bisschen Auswahl wieder gewesen, eben unten rechts. Non-Fungible Tokens, aha. Ich glaube nicht, oder? Also kann ich mir jetzt zumindest nicht vorstellen. A Rosary, Ghost Swarm und Skeleton Swarm, okay. Also die Swarms sind eigentlich mal ganz gut, weil, ja... Die sind relativ schnell, das heißt, sie sind dicht an mir dran und dann kriege ich halt einige Erfahrungspunkte. Ja, habe ich mir schon gedacht, Temperer. Oh, nett. Warum sind die Gegner da eben eigentlich auch verschwunden? So, Laurel ist natürlich nicht schlecht in der No-Movement-Challenge. Ja. Im Grunde ist es aber... Ja, also ich hätte, wenn ich jetzt selber hätte wählen können, hätte ich jetzt... Laurel genommen, einfach um ein bisschen länger und verwundbar zu sein. So in Vorbereitung auf den nächsten Boss.
Weil ich habe ja jetzt kein Revival mehr. Das fällt mir jetzt erst auf. Verdammt. Ich glaube, da wäre Awake als Arcana wirklich besser für die No-Movement-Challenge. Auch wenn Mad Groove natürlich auch seine Vorteile hat. Aber wenn man ein Pentagramm auf Stufe 1 hat, das dann bannt, dann ist das auch nicht mehr so das Problem. Ach so, ja, jetzt... Genau, stimmt, hätte ich vielleicht mal erwähnen sollen. Dampler, du kannst halt auch mitmachen. Du kannst halt immer wählen, was, ja, was ich bekommen soll bei Level-Ups. Und unten rechts taucht ab und zu noch was auf. Da sind immer drei Ereignisse und da kannst du mit A, B und C dann halt auch wählen, welches davon dann kommen wird. Also ich glaube, die kommen einmal pro Minute, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ist halt das erste Mal, dass ich das hier mit der Twitch-Integration mache. Deswegen war ich mir da jetzt eben... Ah, da unten rechts. Twitch Selection. Ja, hier würde ich wahrscheinlich Crown nehmen, wenn ich die Wahl hätte, wie gesagt. Was ihr daraus macht, ist wieder eine andere Sache. So, aber Tiragisu kriege ich definitiv nicht mehr. Aber wenn ich ganz viel Glück habe und die Fledermaus nachher bei Minute 11, wenn die stirbt, ohne dass ich sterbe natürlich, weil dann ist es ja eh vorbei, aber wenn die stirbt und dann direkt über mir ist, also dass ich die Schatzruhe kriege, dann könnte ich noch eine Arcana auswählen. Weiß ich gar nicht, Dampera. Enduja Fritter Topo. Ah, okay. Also das NFT. Also ich hätte jetzt bei FT auf Flamethrower. Also da war ich mir eigentlich sehr sicher sogar. Aha. Was kriege ich? Center Water. Ja gut. Da habe ich wenigstens so einen kleinen Schutzschild um mich rum. Ja, es ist ja nicht verkehrt. Einmal noch Center Water, dann ist das sogar gemaxt und theoretisch könnte ich dann das ja, evolven. Ach, die Axt kann ich. Oh, was? Warum? Warum taucht hier. Oh, wow. Hä? Taucht der sonst auch auf? Ich kann mich nicht daran erinnern, den hier in der Inlaid Library. Ach so! Ach, das war eins von den Events, ne? Darauf hatte ich jetzt gar nicht geachtet. Ja gut, also da hätte ich jetzt gar keine Chance gehabt. Das war ein bisschen mies. Ja, ja, der heißt Stalker. Hm? Also das weiß ich ja. Das steht ja mittlerweile sogar ganz offiziell hier mit drin. Also Stalker, Drowner, oh Gott. Welchen gab es noch? Ne, ich suche sie mal raus. Die stehen ja hier irgendwo. So, ich kann übrigens gleich mal zeigen. Ach so, ja, den habe ich aber eigentlich schon. Ich kann gleich mal zeigen, wie man den kriegt. Weil ich nämlich. Ach so, hier ist Stage Killer. Na gut, Reaper. Ach, Trickster. Genau, Trickster. Da ist der Stalker, der Drowner und der Maddener. Ja gut, das ist halt nochmal ein besonderer. Hey, hier, die Nummer 104. Und zwar... Ja, ich lasse jetzt mal Twitch-Integration drin. Aber ich nehme mal Red Death, weil der schön schnell ist. Nenne ich Ilmulis. Hier, Green Acres. Und dann... nehmen wir mal Awake einfach. Und dann nach unten links rennen. So 16 Teils sind das insgesamt. Und dann kommen halt so eine besonderen Fledermäuse. Und ich glaube, die sind levelunabhängig. Also das heißt, wenn ich da mit Level 1 komme, sind die nicht leichter, als wenn ich da mit Level 10 hinkommen würde. Was jetzt eigentlich dann ziemlich dumm ist, dass ich da einfach so hinrenne. Hm.
Aber gut, im Moment würdet ihr ja eh wählen, was ich kriege. Also ob ich dann wirklich stärker werde, ist dann so eine Sache. Oh wow, das ist echt zu lange. Ich habe das beim letzten Mal einfach mit Trouser gemacht, mit den ganzen Golden Eggs. Da war es halt überhaupt kein Problem, da ganz schnell hinzukommen. Wow, das dauert wirklich lange. Also selbst mit Red Death und der... Ah, nee, nee. Nee, das ist auch noch nicht. Ja gut, das ist halt ganz normal die zweite Welle jetzt. Die zweite Gegnerwelle. Übrigens, Green Acres, da können Gegner aus allen anderen Leveln kommen. Was? Ach so, Free Passive hat es mir, glaube ich, gerade gegeben, ne? Na, egal. So, ich renne erstmal. Wenn ich das jetzt nicht hinkriege, dann mache ich das schnell mit Trouser. Also mit dem geht das ganz schnell, weil... Ja, hohe Bewegungsgeschwindigkeit. Okay. Jetzt muss ich kurz auf euch warten. Ah, oh, Magic Wand, ja. Also Magic Wand ist übrigens auch in der No-Movement-Challenge ganz gut, weil der ist zwar gegen Gegnermassen nicht allzu stark, aber so gegen ja, irgendwelche Bossgegner. Da kann er gut Schaden machen. Weil der halt relativ konzentriert angreift. Oh Gott. Dauert das wirklich so lange? Wie gesagt, zur Not mache ich das gleich mal mit Trouser. Weil es wundert mich halt generell... Oh Gott. Ja gut. Das sollte eigentlich nicht sein. Ah. Knife ist übrigens auch so eine Waffe, die... Also mittlerweile ist sie leider nicht mehr so stark, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt... Ich gehe mal raus einmal, dann mache ich das halt mit Trouser. Aber Knife ist halt eine Weile gut gewesen, um in eine Richtung Schaden zu machen. So, natürlich mit den Eggs, damit ich ordentlich Bewegungsgeschwindigkeit habe. Und... ja, nehmen wir Gale. So. Ja, Awake. Also so lange sollte es auch mit ihm eigentlich nicht dauern. Habe ich da irgendwas falsch eingestellt? Oder wurde das irgendwie geändert jetzt? Weil normalerweise sollte ich schon längst da sein. Also wie gesagt, 16 Tiles sind das ja, die ich da runterrennen muss. Oder... Ach doch, das sind sie hier. Das sind sie. So, dann könnt ihr jetzt mal, wenn ihr wollt, weiß ich, so Song of Mana zum Beispiel oder Center Water, irgendwas, was so ordentlich Flächenschaden macht. Und ich achte mal so ein bisschen auf den Kill-Counter. Oder Garlic zum Beispiel. Ah, hier, Carello. Das ist zum Beispiel eine der Waffen, die die geringste Chance haben aufzutauchen. Ja, ich habe auf alle Fälle 10 getötet. Also von 128 auf 138 ist der gerade gegangen, der Counter. So, das Problem ist, ich kriege jetzt ganz viele Erfahrungspunkte auf einmal. Weil, ja, halt plus 13.000 Growth. Genau. Also jeder Erfahrungspunkt ist im Endeffekt jetzt, ja, 13.148 Erfahrungspunkte wert. Also die 100, Prozent Standard plus halt das, was da steht. Okay, das kann jetzt eine ganze Weile dauern. Aber interessant wird es bei den Limit Breaks. Weil da weiß ich gar nicht, ob man da als Zuschauer dann auch Auto Always reinmachen kann. Oder Random Always, so hieß das, genau. Okay. Aber ich habe auf alle Fälle welche davon getötet schon. Wenn ihr wollt, kann ich auch versuchen, hier zwischen den Level-Ups irgendwie mal ins Pausenmenü reinzukommen, um dann das zu beenden hier. Sonst könnte das jetzt hier eine ganze Weile dauern. Müsst ihr halt nur Bescheid sagen. Wenn ihr selber auswählen wollt, könnt ihr machen, aber hier macht's eigentlich kaum noch einen Unterschied bei dem Charakter.
Das dauert jetzt ein bisschen. Okay, ich weiß nicht mal, ob ich das schaffen werde, dann ins Pausemenü reinzugehen. Im allerschlimmsten Fall kann ich einfach über Alt F4 das schnell beenden und dann wieder neu reingehen ins Spiel. Das ist jetzt auch nicht das Problem. Obwohl, nee, dann, ich glaube, dann zählen die Kills auch nicht mehr. Ja gut, dann würde ich halt kurz Twitch-Interaktion hier rausmachen und dann selber hier schnell wählen und... Oh. Ja doch, ich würde reinkommen ins Menü. Ich lasse es mal laufen, aber würde ich schaffen. Wie gesagt, müsst ihr nur Bescheid sagen, falls ich es abbrechen soll, die Runde. Ich glaube, das wird jetzt ein bisschen langweilig hier. Ich habe jetzt... Ach nee, zwei Passive-Sachen fehlen mir noch. Oh wow, das war sehr laut. Ich habe übrigens auch mal so ein Bild mir überlegt. Überlegt gerade. Ja, da wäre eigentlich Cosmos als Charakter der Beste. Mach lieber ohne Twitch. Ja gut, das kriege ich ja jetzt halt nicht raus in der Runde. Nee, dann beende ich die Runde direkt mal. Ich versuche es zumindest jetzt. Ah, verdammt. Da hat es nicht funktioniert. Nee, Cosmo und dann nur Tiere als Items in Anführungsstrichen. Also als Waffen so. Ja, okay. Ich muss mal kurz gucken. Hier Open Grimoire. Dann, Tiere werden halt. Jetzt muss ich mal gucken. Hier die beiden Vögel. Dann natürlich die Katzen. Ah, hier, als Hund geht's auch. Ah, ja, gut, dann vielleicht so Tiere und Pflanzen. Dann hier Laurel noch. Dann wäre da schon 1, 2, 3, 4. Was ist hier noch pflanzlich? Ja, hier Garlic 5. Irgendwas war doch noch. Ah, ich weiß es nicht mehr. Aber so ein Bild hatte ich irgendwie mal im Kopf. Wäre vielleicht auch mal ganz interessant. Oh nein, oh, ich bin komplett rausgegangen aus dem Menü. Ja, Spinat auf alle Fälle, aber ich hatte jetzt nur wegen den Waffen überlegt. Aber Spinat auch, ja. Und dann vielleicht sowas wie Hollow Heart oder generell die beiden Herzen. So. Aus hier. Kleeblatt, genau. Aber das wäre halt auch mal ein interessanter Bild. So, probieren wir es nochmal. Ja, doch. Also Golden Axe brauche ich jetzt gar nicht rausnehmen, weil ich habe ja mit dem Charakter eh 0. Leder ist übrigens auch ganz gut als Dings hier. No Movement Challenge Charakter. Weil der halt Armor plus 8 hat. Max Health nur 130 im Vergleich dazu 156. Aber das Armor plus 8 ist halt schon sehr gut. Aber wir nehmen wieder Peppino, würde ich sagen, ne? Und ihr dürft dann wieder auswählen. Nehmen wir auch wieder Inlaid Library. Ja. Also hier kriegt man zumindest die meisten Erfahrungspunkte. Deswegen ist das gar nicht so schlecht. Ich überlege gerade, ob ich mal den Hurry Mode reinmache. Ja, machen wir mal Hurry Mode rein. Mal schauen. So, diesmal nehme ich Awake. Aber damit wir ein bisschen länger durchhalten. Und an sich sah das beim letzten Mal ja gar nicht so schlecht aus. Was? Ach so, ja stimmt, Garlic kann ich ja jetzt wieder nehmen. Das, was ich habe, ist ja nicht Garlic, sondern Soul Eater. Ich könnte halt Garlic jetzt nicht mehr aufwerten quasi. Also zum zweiten Soul Eater machen. Das ist, wenn ich alle Gegenstände dafür hätte. Aber ja, No Movement Challenge kann ich ja eh nicht. Also so gut wie gar nicht aufwerten irgendwas. Ah, Victory Sword ist auch schon mal eine gute Wahl. Ich habe gerade überlegt, hier würde ich vielleicht Lightning Ring nehmen, aber Lightning Ring hat halt den Nachteil, dass der gerne mal weiter außen die Gegner tötet. Aber was ich auf alle Fälle
mir wünschen würde, wäre jetzt Pentagramm. Und dann, ja, bei der erstbesten Gelegenheit auch gleich bannen, sodass das auf Stufe 1 bleibt. Polter Roulette. Achso, konnte 1 nicht nochmal drücken? Achso, okay. Hm. Ja, aber hier die Reich. Ah, okay, da. Nee. Achso, das ist Polter Roulette hier. Das sind die ganzen Kerzenständer. Also das sind eigentlich Gegner, wenn das jetzt die aus dem Gallow Tower sind zumindest, dann sind das jetzt halt Gegner. Aber gut, die sind so weit weg. Ektoswarm. Der war nochmal. Achso, ja, ich weiß wieder, wer die Ektos gewesen sind. Jo, alles klar, Risa. Kein Ding. Kein Ding. Ja, genau die. Ja, aber im Moment ist halt die Reichweite vom Soul Eater fast deckend mit der Reichweite von Magnet. Das heißt, ja, man sieht ja, das reiht sich alles rund um den Soul Eater da auf. Unten links nicht ganz. Also hier sind so ein paar Dinger drin. Dort an der Stelle. Aber ansonsten hier schön ringsrum. Da kann ich gerade sehr gut die Reichweite sehen. Ja, aber jetzt wäre halt Magnet richtig gut. Oh Gott, Hilfe! The Crab Fest. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, was da an Ausfall gewesen ist. Ja, ich kriege jetzt zum Beispiel auch keine Erfahrungspunkte mehr. Also, im Endeffekt ist die No-Movement-Challenge jetzt vorbei. Weil, wie gesagt, ich kann keine Erfahrungspunkte mehr kommen und dementsprechend auch ja, keine Level-Ups mehr kriegen kann. Übrigens, oben links hier, da ist der eine Edelstein. Ich kann ja mal, ich meine, die ist ja jetzt eh gescheitert. Ich kann ja mal hingehen, das dauert hier leider auch ein bisschen. So. Ich habe nicht dran gedacht, dass ihr ja noch auswählen müsst hier. Oh wow, jetzt gibt es ein paar mehr Erfahrungspunkte. Oder wir machen es jetzt einfach so, ich bleibe jetzt wieder stehen. Und dann ist es definitiv keine erfolgreiche No-Movement-Challenge, aber zumindest geht es jetzt ein bisschen weiter. Oh ja, Attract Orb. Der wäre jetzt sehr, sehr nützlich. Okay. Gut, nee, das wird wieder nichts. So, ich bewege mich wieder ein bisschen, damit wir ein paar Erfahrungspunkte kriegen. Damit ihr auch wieder was zu tun habt. Achso, ich habe jetzt gar nicht aufs Event geachtet. Vielleicht wäre da ja noch irgendwas dabei gewesen. Twin Spiles? Das ist... Oh Gott. So viele auf einmal. Na, stirbt er? Das sieht aber tatsächlich gut aus. Na gut, jetzt... ist er gestorben? Ach nee, da unten ist er. Das Lustige ist übrigens, durch Garlic wird halt der Rückstoß verstärkt. Also Garlic an sich stößt nicht zurück. Aber es erhöht den Rückstoß, den der Gegner durch andere Sachen erleidet. Oh, ich habe gerade Cover bekommen. Cool. Achso, ja, durch Lackboost. Ja, wenn man dann Garlic zusammen mit irgendeiner anderen Waffe hat, die den Gegner tatsächlich auch zurückstößt, dann können die ziemlich weit zurückgestoßen werden. Also deswegen ist nämlich Garlic und Bible. Also Holy Bible, so hieß sie hier. Genau, das ist halt so eine gute Kombination, weil die Bibel die zurückstößt und Garlic halt den Rückstoß erhöht. Und dadurch kann man dafür sorgen, dass die Gegner dann irgendwann gar nicht mehr rankommen. Ich krieg übrigens schon wieder keine Erfahrungspunkte, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ja. Oh wow. Was war das? Gut, wir gehen mal ein Stück. So, dann gibt's wieder Erfahrungspunkte. Wie gesagt, ist so oder so keine erfolgreiche No-Movement-Challenge, aber... Oh. Besser, als wenn ich jetzt hier einfach rumstehen würde. Also im Endeffekt würden, glaube ich, auch keine Gegner großartig an mich rankommen aktuell. Und ein paar Bosse vielleicht später. Aber theoretisch könnte ich halt
jetzt einfach, weiß ich, die letzten. Ja gut, ist ja Hurry Mode, das heißt, ja, bis was über 10 Minuten sind es dann in Realzeit noch. Dann könnte ich einfach stehen bleiben und ja, dann hätte ich die No Movement Challenge auch vorher geschafft, aber ist halt dann extrem langweilig, wenn ihr nichts mehr zu tun habt. Sprich, wenn ihr mir keine Erfahrungspunkte. Quatsch, wenn ihr mir keine Gegenstände mehr geben könnt. Das ist ja der Sinn von. Ich kriege übrigens gerade wieder keine Erfahrungspunkte, deswegen gehe ich hier mal hin. Ja, und das ist ja der Sinn von der Twitch-Integration, dass ihr halt ein bisschen mitmachen könnt. So, oh, Pentagramm. Pentagramm Stufe 1. Das wäre schon nicht verkehrt. Weil dann könnte ich halt die ganzen Erfahrungspunkte mal auslöschen. Ja, genau. Und jetzt bei Gelegenheit einfach bannen. Das, oh, wow. Ich kriege trotzdem kaum Erfahrungspunkte, weil die Gegner alle außerhalb des Kreises sterben. Aber der Kreis an sich sieht sehr hübsch aus. Wow. Habe ich überhaupt irgendwie Erfahrungspunkte bekommen eben? Seit das ausgelöscht wurde? Naja, an sich ist diese Kombination aus Soliter plus Garlic. Ja gut, dann bewege ich mich mal ein bisschen, damit ihr wieder was zu tun habt. Ich hätte jetzt auch warten können, bis halt das Pentagramm wieder ausgelöst wird. Ja, dann wären wir danach wahrscheinlich wieder in derselben Position. Sprich, dann würde ich wieder keine Erfahrungspunkte kriegen. Ja gut. So. Es fehlt halt einfach, Magnet. Also Attract Orb. Der wäre tatsächlich gar nicht verkehrt jetzt. Natürlich so, jo. Oh, das ist ein Boss. Ja, da bleibe ich mal stehen. Ich meine, ist im Endeffekt ja auch schon ja, quasi gecheatet hier, die No Movement Challenge. Oh, gar nicht nochmal. Okay. Oh, wow. Ich hab's vielleicht sogar fast bekommen. Ey, das wäre sogar eine Evolution-Truhe gewesen. Ich meine, ich kann jetzt gerade nichts evolutionieren, aber so. Ich krieg schon wieder keine Erfahrungspunkte, ne? So. Es kommt aber auch keine Tracked Orb. Richtig schlimm. Ja, Hilfe. Oh, nein. Ja, gut. Oh, die wollte ich nicht mal einsammeln. Verdammt. So, nochmal. Ah, da ist die Flermus. Vielleicht kriege ich ja mehr als ein Level jetzt. Aber ich bezweifle es ehrlich gesagt gerade. Ah, ne. So, jetzt gucke ich mal. Kriege ich Erfahrungspunkte? Ja, ich kriege tatsächlich. Wobei der Großteil der Erfahrungspunkte trotzdem noch irgendwo außen bleibt. Was davon sinnvoll wäre. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn die Truhe hin, aber die wird eben ausgelöscht. Ja, ich krieg schon wieder keine Erfahrungspunkte, oder? Nein. Ja, gut. Ach, da wird ein Passive-Item auf den Boden gelegt. Na gut, aber das werde ich jetzt nicht einsammeln, weil ich. Oh, Attract Orb sehe ich gerade. Geil. Ist mir bis eben gar nicht aufgefallen. Oh, und ich kriege ihn natürlich nicht. Reizloses Genesis Form und Bats Form. Ja gut, das ist alles irgendwie ein bisschen langweilig. Konnte 4 nicht drücken, okay. Oh. Ich meine, ich weiß halt auch nicht, wie hoch der Delay ist. Ich habe es eigentlich
bei OBS alles so eingestellt, dass der Delay möglichst gering ist. Also das habe ich halt grundsätzlich drin. Aber kann natürlich sein, dass der trotzdem ein bisschen höher ist, als ja, als dass man das hier sinnvoll nutzen kann. So, ich hole mal noch mal ein paar Erfahrungspunkte, weil die Gegner kommen hier an mich ran. Das heißt, ja, von denen kann ich dann halt auch gut Erfahrungspunkte sammeln. So. Ach so. Ach so, weil du 30 Sekunden vorher. Ja, gut. Ja, 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 dann weiß ich, was gemeint ist. Quasi so ein Spam-Schutz, ne? Ich kriege schon wieder keine Erfahrungspunkte. Das ist doch. Ja, gut. Schauen wir mal. Ja, doch, jetzt kriege ich wieder. Aber der Großteil landet halt auch wieder außen. Garlic ist einfach zu stark im Moment. Der bei Trackdrop ist bei einer No-Movement-Challenge, wenn man hier gerade ganz gut sieht. Also, ja, ist ja jetzt keine mehr davon abgesehen, aber da ist der Trackdrop quasi Must-Have. Was ist denn das da unten links? Ach so, oh. Der Drowner, na geil. Na ja, gut, das war's. Der ist weg. Ich sehe es nur an dem Pfeil hier unten links. Also, Moment, wo ist die Maus jetzt? Ach, da. Da ist die Maus. Hier unten links, dieser Pfeil. Oh, wow. Goldfieber. Hey. Oh, das ist die Farmwelle. Oder eine der Farmwellen. Also hier wäre es eigentlich schon geil, Erfahrungspunkte zu kriegen. Na gut, aber ich warte jetzt mal ab. Vielleicht wird ja sowieso wieder das Pentagramm ausgelöst. Twins Piles hatte ich ja vorhin schon mal überlegt, was das sein könnte. Ach so, ach, das sind die Dinger da an der Seite gewesen gerade. Ah, okay. Oh, ich verliere nach und nach Energie. Das ist nicht so gut. Ach stimmt, ich habe ja doch Tiragisu, Stufe 1. Vielleicht jetzt gleich Stufe 2 sogar. Nee, okay. Aber 5 Revivals habe ich ja im Moment immer noch. Aber ich krieg zumindest wieder Erfahrungspunkte. Das ist gut. Fragt sich halt nur, wie lange. Ah, cool. Tiragisu auf Stufe 2. Ich habe jetzt 6 Revivals und Tiragisu an sich ist aus der Liste auch weg. Das sollte man ja auch nicht vergessen. So. Oh, Garlic. Ja, ich wusste ehrlich gesagt nicht mal, was ich hier nehmen würde. Ja, wird irgendwie nichts mehr mit dem Orb. Ich meine, vielleicht. Wann immer ich jetzt den Orb bekomme, im Grunde muss ja die Reichweite nur höher sein als der Umkreis vom Garlic und Soul Eater. Weil am Rande von den beiden Waffen sterben die alle. Und ja, da müsste ich halt einfach nur drüber sein. Dann würde ich halt all die Erfahrungspunkte von den Leuten, die da am Rand von Soul Eater und Garlic sterben, die würde ich dann ja alle einsammeln können. Das ist ja im Moment das große Problem hier, warum ich so wenige Erfahrungspunkte kriege. Kann ich nicht mehr. Das kann ich nicht mehr. Außer durch die Candy Box. Dadurch könnte ich jetzt noch eine 7. Waffe haben. Und durch die Super Candy Box 2 Turbo, so heißt sie. Nee. Super Candy Box? Doch, Super Candy Box 2 Turbo. Ist halt eine Anspielung an Street Fighter 2. Dadurch könnte ich dann nochmal zusätzlich eine Evolutionswaffe bekommen. Also eine 8. Waffe im Endeffekt. Und dann könnte man mit der Arcana Gemini, die dupliziert ja bestimmte Waffen. Die werden dann zwar hier oben nicht mit aufgelistet, also hier oben links. Ja gut, sieht man jetzt gerade schlecht, jetzt sieht man meinen Mauszeiger, glaube ich. Hier bei den Waffen wird das dann nicht mit aufgelistet, aber die existieren halt. Also könnte ich jetzt, weiß ich, 2 zusätzliche Birds haben,
Einmal die Katzen, die beiden Pistolen, dann Firachi an sich, also die Evolution der beiden Pistolen. Und ich glaube, irgendwas war noch dabei. Oh, was? Ach so, oh ja, der Boss. Das Gute ist übrigens, dass ich jetzt mit jedem Tod, den ich erleide, dass dadurch meine Werte besser werden. Das ist halt der Effekt, also einer der Effekte von Awake. Gibt es da noch den Drachen mit allen Items? Achso, der alle Items haben kann. Oh! Oh, ich habe eine Truhe bekommen. Pentagramm. Das hat nicht mal die Erfahrungspunkte ausgelöscht. Und ich sehe gerade, erstens kriege ich keine Erfahrungspunkte mehr im Moment. Und zweitens ist die Reichweite, also mein Magnet ist gerade so gering, dass ich, das sieht man jetzt wieder schlecht, weil da zu viel los ist auf dem Bildschirm. Hier ist die Maus. Hier unten rechts, also ja, unten rechts von dem Charakter an sich. Die Dinger, die sind ja deutlich in dem Umkreis hier drin, und an die komme ich trotzdem noch nicht ran. Also die Reichweite ist ja deutlich geringer im Moment als der Soul Eater Kreis. Ja, aber so an sich sieht es im Moment ganz gut aus. Wie gesagt, ist ja jetzt keine echte No-Movement-Challenge mehr, weil ich habe mich ja zwischendurch bewegt, ging halt einfach nicht anders. Oh, hier verliere ich doch ein bisschen sehr viel. Rosary Flower Wall, okay. Achso, das sind wahrscheinlich die Blumen aus Immolis dann. Toll, Erfahrungspunkte verschwinden nicht. Das Pentagramm ist zu hoch. Also das Pentagramm hat ja immer eine gewisse Chance, dass die Gegenstände liegen bleiben. Ich glaube, auf Stufe 1 sind das 10% Chance. Und das wird nochmal multipliziert mit dem Lackwert. Ich guck mal kurz. Lack haben wir jetzt mittlerweile 140. Das heißt, 10% plus 140% ja, hätte man halt insgesamt eine 24%ige Chance, dass die Gegenstände auf Stufe 1 liegen bleiben. Wenn man jetzt aber bei Pentagramm an sich schon eine Chance von 30% hat, dann wären das halt 30, 60, oh Gott. 3, 6, 9, 12, ja, 72% Chance. Genau. Nochmal gestorben. Aber durch das Sterben werde ich ja stärker. Man sieht es an der Max Health. Die ist jetzt bei 306. Oh Gott, Entschuldigung. Wenn ich jetzt nochmal sterbe, kann ich ja mal zeigen, wie hoch die dann ist. Oh, 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 oh. Ja, jetzt. Oh, wow, der Gegner ist weg. Und der Boss hat mir gerade richtig Sorgen gemacht. Aber irgendwie sollten mir eigentlich die normalen Gegner gerade mehr Sorgen machen. Ja, 337. Jetzt. Und Might ist auch hochgegangen um 5 Punkte oder 5%. So. Oh ja, das war gut, das Pentagramm da gerade. Ah, die machen aber alle immer noch so viel Schaden. Verdammt. Ich habe, na gut, zwei Revivals habe ich noch. Wird schwierig. Aber ich. Also könnte theoretisch noch funktionieren. Also Gatti Amari ist übrigens eine extrem starke Waffe, aber ich mag die irgendwie nicht, weil ja, weil man da nichts mehr erkennt und weil die vor allem bei einem selber auch Schaden macht. Also die Katzen, die Gatti Amari Katzen, die können Chickens essen, also die Chickens, die da halt aus den Kerzenständern und so rauskommen. Und je mehr die essen, desto geringer ist halt die Chance, dass sie einen selber verletzen. Bis sie dann irgendwann quasi 0% Chance haben. Und ja, dadurch, dann sind sie wirklich gut. Aber bis dahin sind sie halt auch immer so ein Risiko für einen selber. Ah, Hollow Heart. Ja, das Hollow Heart. Moment. Achso, da sieht man es ja auch. 485 Max Health habe ich jetzt mittlerweile. Das Hollow Heart ist tatsächlich auch sehr gut.
Also wenn man so in Richtung Max Health gehen will. Zumindest. So. Und heilt sie mit zwei. Oh, ganz viele Gegner. Ja, aber im Moment sieht es eigentlich ganz gut aus mit dem Überleben. Frage ist nur, ob es noch bis Minute 30 reichen würde. Oder eigentlich ja Minute 15, wir haben ja Hurry Mode drin. Ich überlege gerade nicht. Ah, da, Pentagram hätte jetzt mit der Stufe ja, zum Beispiel 45% Chance. Und da nochmal, sind wir, ja, wir sind immer noch bei 140% Luck. Das heißt, 45 sind 90% plus 18, also 108% Chance. Das heißt, Pentagram würde auf Stufe 5 jetzt bei dem Luckwert gar nichts mehr auslöschen. Das ist für eine No-Movement-Challenge natürlich ein bisschen, ja, ein bisschen doof, ein bisschen nachteilig. Okay, da wurde jetzt irgendwie zufällig was gewählt, ne? Ja, genau. Oh. Ja doch, aber ich... Ja. Nicht einzuschätzen. Ich krieg aber, glaube ich, ich verliere immer mal wieder ein bisschen Energie, krieg aber zwischendurch auch mal wieder was zurück. Ich glaube, unterm Strich, ja gut, da ist jetzt ein Boss, der verfälscht das gerade noch so ein bisschen. Ja gut, da war ein Boss. Aber jetzt bin ich mal echt gespannt. Also ein Revival habe ich ja noch. Oder? Moment. Ja, einen habe ich noch. Ja, stimmt, Feuerwerk mit den Katzen. Stimmt. Das macht tatsächlich Sinn beim bei der No-Movement-Challenge, weil man dann ja auch, je nachdem wie hoch der Lackwert ist, hat man dann ja auch immer wieder Lichtquellen rund um sich. Und für gewöhnlich auch dicht genug, um die halt auch einsammeln zu können. Oh, Victory Sword. Das wäre jetzt tatsächlich sehr gut. Also Victory Sword quasi zwei Stufen noch rauf und dann hätte man ja diesen Combo Finisher aktiviert. Und dann wird es tatsächlich richtig gut. So, okay, also Pentagram kann ab jetzt keine Erfahrungspunkte mehr auslöschen. Ich gucke. Ich glaube, hier würde ich jetzt Gatti Amari nehmen. Ach, da ist es doch sogar wieder das Victory Sword. Also ich will euch da nicht beeinflussen, ja, aber ich persönlich, wenn ich jetzt normal spielen würde und das wählen könnte. Ach, cool. Und da wäre halt der Combo Finisher. Bracer und Knife. Ich meine, Knife ist ja jetzt auch fast auf dem Höchstlevel, also zwei Level fehlen noch, aber ich werde halt keine Truhe kriegen in der No-Movement-Challenge, also höchstwahrscheinlich nicht. Hey, ich würde jetzt an dem Punkt definitiv keine Truhe mehr kriegen, weil es keine Bossgegner mehr gibt. Also der letzte Bossgegner spawnt bei Minute 28, mal abgesehen jetzt von Red Death, oder Mask of the Red Death. So viel Zeit muss eigentlich mal sein. Also für die Leute, die nicht wissen, worauf das bezogen ist, Maske des Roten Todes ist eine Geschichte von Edgar Allan Poe. Seine beste Geschichte meiner Meinung nach. Und lohnt sich auf jeden Fall, die mal durchzulesen. Das ist halt bei den Edgar Allan Poe Geschichten generell gut. Das sind halt keine kompletten Bücher oder so, sondern halt Kurzgeschichten. Einige sind natürlich trotzdem ein bisschen länger, ein paar Seiten lang, aber
ja, kann man halt bequem mal an einem Abend eine so eine Geschichte lesen. Also persönliche Empfehlung von mir. Edgar Allan Poe lesen und wenn, dann halt Maske des Roten Todes. Das ist so mein persönlicher Favorit. Oder Die Grube und das Pendel. Das ist auch ganz gut. So, aber ich glaube, jetzt werde ich nicht mehr sterben. Weil wir haben ja jetzt schon die letzte Welle und ich verliere irgendwie keine Energie, sondern ich kriege sogar eher was dazu, gefühlt. Ja, doch, ein bisschen Energie verliere ich gerade noch. Aber ich habe ja noch einen Revival, also... Und nach dem Revival ist man ja sowieso noch ein bisschen unverwundbar, das heißt... Ja, das war's. Ich meine, gegen den habe ich jetzt definitiv keine Chance mehr. Deswegen mache ich hier direkt... Das... ich meine, wäre jetzt eh noch ein zusätzlicher Revive gewesen. Aber Gatti Amari, 5,3 Millionen, 6 Punkt, also 6,9, also 6.900 Schaden pro Sekunde. Der hintere Wert, der ist für mich halt immer ein bisschen interessanter. Also hier in dem Fall. Einfach weil der halt besser zeigt, wie viel die Waffe potenziell an Schaden macht. Wir haben die ja unterschiedlich lange. Deswegen, ja. Aber in dem Fall ist es halt bei beiden dasselbe. Was Soul Eater hat, ja, der Schaden ist okay auf alle Fälle. Garlic ist jetzt bei weitem nicht so hoch, aber so als Unterstützungsding, vor allem weil es halt eigentlich auch dazu gedacht ist, so ein Unterstützungsding zu sein. Also sprich, hatte ich ja vorhin erklärt, dass dadurch halt die der Pushback erhöht wird bei den Gegnern. Ja, so, ich nehme das mal ganz kurz raus. Ich wollte nämlich noch mal was zeigen. So. Und zwar extrem leveln. Bringt zwar an sich nichts. Ja, ich mache das mal ohne Golden Eggs. So, Sole. Also Sole Mio. So. Ich überlege gerade. Ich mache eine Waffe. Und Il Molise. Il Molise ist nämlich. Also die Waffe, die er hat, oh Moment, Hurry Mode mal raus wieder. Die Waffe, die mit der Hund startet, die macht bei den Pflanzen keinen Schaden, sondern heilt die. Und wichtig ist nur, ich darf das Saraband of Healing nicht nehmen. So, nehmen wir Silent Old Sanctuary. So, ich mach mal kurz Damage Numbers an. So, dann sieht man es ganz gut. Hier, er heilt. Und das gibt aber auch Erfahrungspunkte, das Heilen. Ne, ich lasse die Schadenszahlen mal kurz an. Ich bewege mich, oh ja, Crown, sehr schön. Ich bewege mich jetzt immer hin und her, weil die Waffe mehr Schaden macht, weil man sich bewegt. Und das wird nachher extrem abartig. Bringt Duplicator hier was? Ich weiß gar nicht, ob der bei der Waffe irgendwas bringt. Crown auf alle Fälle. Wir wollen ja möglichst viele Erfahrungspunkte haben. Nochmal Crown, ja. Ich gucke mal kurz, ob da noch irgendwas dabei ist, was ich so noch haben will. Ich glaube, irgendwas mit Area wäre auch nicht verkehrt. Obwohl, nee, brauche ich gar nicht, weil davon kriege ich später mehr als genug. Also defensive Sachen, also sowas wie Armor oder Terragizum brauche ich gar nicht. Spinach. Ja doch, Spinach. Spinach ist gut. Mache ich im Endeffekt mehr Schaden. So, so, so. Man merkt schon, dass die Level-Ups ein bisschen schneller werden jetzt. Das wird nachher so abartig. Also, ah, jetzt bin ich sogar bei 2 Schaden, die angezeigt werden. Also Schadensnummern werde ich nachher auf alle Fälle ausmachen. Weil, ja. Spiel würde sonst laggen wie sonst noch was. Ne? Hier macht sich das besser. Ah, jetzt sind wir schon bei 3. Projectile Speed, ne, das bringt glaube ich nicht wirklich was. Tracked Orb bringt halt nichts. Area, ah ne, ich mach mal. Erhöhe mal die Waffe an sich. Luck bringt mir halt auch überhaupt nichts hierbei. Spinach, ja. Für höheren Schaden. Ah, Speed Duration und Area. Ja, komm.
Das Hollow Heart, also beide Herzen, also Pomarola und Hollow Heart, brauche ich überhaupt nicht. Spellbinder, nee, bringt nichts. Das hier bringt übrigens auch nichts. Genau wie nachher Stufe 9 bei Toronas Box, aber ja, ob ich die dann nachher auf Stufe 8 banne oder ja, oder einfach halt auf Stufe 9 bringe, macht dann keinen Unterschied. Area? Ja, nee, nehmen wir Area noch. In der Anfangsphase geht es damit ein bisschen schneller. So, so, so. So, das nochmal aufleveln und ja. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt so als letztes Item noch nehmen soll. Ah nee, nehmen wir Duration noch mit dazu. Wie gesagt, da weiß ich gar nicht, ob das mehr, obwohl es dürfte eigentlich was bringen. So, so, so. Gleich geht der Limit Break los. Das heißt, da brauche ich, dann werde ich halt nicht ständig unterbrochen hier. Ah, man sieht schon, da sind, glaube ich, gerade ein paar Vier noch schon aufgetaucht, wenn ich das richtig gesehen habe. Ah, so. Und jetzt geht's los mit Limit Break. Ich mache einfach random von Anfang an. Ich könnte jetzt am Anfang halt gezielt ein paar Sachen nehmen. Aber Level 40 dauert immer lange. Also Level 20 und Level 40, die dauern immer deutlich länger als alle anderen Level. Man kriegt zwar in dem Moment plus 100% Erfahrungspunkte Bonus, aber ja, dauert halt trotzdem ewig. So, aber man sieht schon so ein bisschen. Hopp und hopp und wird immer mehr. Ah, jetzt bin ich bei 4. Mach mal die Schadenzahlen aus, weil so langsam könnte es in den Bereich gehen, in dem das halt anfängt zu laggen. Achso, ich habe mich gerade gewundert, warum die Schadenzahlen wechseln. Wow. Habt ihr auch selber gerade deaktiviert. Also für Speed. Amight, okay. Amight. Speed. Amount, oh, okay. Amount ist gut. Area ist auch gut. Und decken wir mehr ab. Und irgendwann, also es geht mich ganz schön auf die Finger hier, die ganze Zeit hin und her zu rennen. Irgendwann würde ich dann halt einfach stehen bleiben. Und Boss Dragon, hallo und vielen Dank für dein Raid. Ich muss gerade überlegen, Frost Dragon, du warst doch derjenige, der aus derselben Stadt kommt wie ich ursprünglich, ne? Ich will jetzt den Namen nicht nennen, weil ich hier nicht deinen Wohnort irgendwie preisgeben möchte. Und danke, danke für die Glückwünsche. So, ja, komm. Es wird immer schneller, die Levels. Aber das ist halt noch gar nichts. Ich meine, durch den Endless Mode ist das jetzt relativ egal geworden, weil man, ja, weil man da mit jedem anderen Charakter ja theoretisch auch, weiß ich, was für Level kriegen könnte. Aber bis der Endless Mode. Ja, genau, genau. Dann warst du das. Ich war mir gerade nicht mehr ganz hundertprozentig sicher. So, Mount Area, Might, Might, ja, alles gut. Wir wollen halt so viel Schaden wie möglich, also Schaden in Anführungsstrichen wie möglich machen. In dem Fall heißt Schaden ja heilen. Gott. So viele bunte Blumen hier. Ich bin lustigerweise im nächsten Monat auch wieder in der alten Heimat, sag ich mal. Ja, freue ich mich auch schon drauf. Also das ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich da war. Werde ich mal so ein paar Verwandte und Bekannte noch wieder besuchen, die ich teilweise ja schon keine Ahnung wie lange nicht gesehen habe. Wird mal wieder Zeit. Ja, es wird langsam schneller. Mal schauen, wie viel wir hier kriegen. Also ich denke mal so bei Minute 10 oder so spätestens da kann ich aufhören, mich zu bewegen, weil es praktisch keinen Unterschied mehr macht. Also es macht tatsächlich immer noch einen Unterschied, aber es ist halt deutlich angenehmer, ohne ständig hier hin und her zu rennen.
Also ich kann ja mal ganz kurz stehen, weil man hört ja im Moment so den Takt von den Level-Ups. Da. Ist halt ungefähr die Hälfte nur. Aber wie gesagt, das geht halt ziemlich auf die Finger irgendwann. Zumal ich auch nicht die ganze Zeit hier komplett nach links oder rechts rennen will. Weil das ist eigentlich ein guter Spot hier gerade für die zum Farmen quasi. Und oben rechts sieht man das auch, 0 Kills und 0 Gold. Also Gold könnte ich tatsächlich kriegen, wenn hier irgendwo Vasen in der Nähe wären. Ah, jetzt wird es langsam deutlich schneller. Und durch das Limit Break wird die Waffe halt immer besser, macht mehr Schaden, dadurch kriegen wir noch schneller Level und noch mehr Limit Breaks und ja, Level noch schneller auf und immer so weiter. Oh, das sieht doch schon ganz gut aus. Ich glaube, ich werde sogar schon bei 7 Minuten 30, also bei der Hälfte von dem Level. Geht ja nur 15 Minuten dieses Level. Da werde ich, glaube ich, schon aufhören. Oh, okay, da wurde es gerade ein bisschen langsamer. Warum auch immer. Hm. Nee, aber, ja. Nächsten Monat werde ich mir halt mal ein bisschen Urlaub gönnen. Das heißt allerdings auch, dass ich bei einem German-Event diesmal nicht dabei sein werde, also bei der SpeedConline. Da werde ich dann nicht mitkommentieren. Das ist auch das allererste Event, seit ich bei German überhaupt dabei bin, bei dem ich dann gar nichts mache, bei dem ich gar nicht anwesend bin. Okay, ich hätte vielleicht so eine Epileptiker-Warnung oder so vorher noch rausbringen sollen oder raushauen sollen. Weil es ist, glaube ich, schon sehr anstrengend, hier zuzugucken. Na komm, Level 1000? Ja, da haben wir Level 1000. Okay. So, ich bewege mich jetzt nicht mehr. Und es ist ein ganz kleines bisschen langsamer geworden. Epilepsie-Warnung und Pixelbrei. Ach, ja gut, Pixelbrei... Oh, Moment. Ich bewege mich mal ein bisschen weiter hier hin. So, damit ich mehr Blumen erwische. Der Pixelbrei liegt jetzt aber auch in erster Linie daran, dass die Blumen halt immer größer werden. Und die werden ja nicht neu, also die Grafik wird dann ja nicht neu berechnet oder so, sondern die existierenden Blumen, die werden einfach nur vergrößert. Also wenn die Pflanzen, die man oben sieht, wenn die noch normal zu sehen sind, oder was ich, dieses Level-Up zum Beispiel, wenn das noch einigermaßen erkennbar ist, dann ist es kein Pixelbrei im technischen Sinne. Pixelepsie-Warnung, genau. Oh, mir tut meine Hand wirklich ein bisschen weh jetzt. Und ich sehe auch gerade die CPU, die CPU-Auslastung geht ein bisschen nach oben. Also noch nicht im kritischen Bereich oder so, aber ja, geht halt ein bisschen hoch. Mal kurz, wenn ich mich jetzt bewege. Ja, es ist immer noch deutlich schneller, wenn ich mich bewege. Aber auf die Art und Weise... Oh Gott, Hilfe! Oh, jetzt wird's brutal. Aber auf die Art und Weise kann man halt, weiß ich, wie viele Level hier kriegen. Achso, sieht gut aus, aber das Maid oder die Büsche, okay. Jetzt ist Mike. Ja gut, das liegt aber teilweise auch daran, dass da so viele Mikes auftauchen, dadurch sieht das so verwaschen aus. Weiß nicht, ob es das jetzt ist. Kann es halt im Stream nicht sehen. Ich sehe es immer nur im OBS, in dem Vorschaufenster. Und da sieht es halt noch normal aus, aber da sieht es halt auch anders aus als im Stream dann. Achso, ist komplett verschwommen, das Level. Okay, ja gut. Wir haben jetzt aber, Moment, Level 2000 erreicht. Und jetzt Minute 10 übrigens, wenn wir schon mal dabei sind. Ja, das hatte ich
hatte ich mal auch eine Weile laufen lassen damals. Also da hatte ich dann aber noch eine zweite Waffe, also Waffe in Anführungsstrichen, nämlich Laurel ist mit dabei. So dass der, ich habe ja jetzt, ja, Cooldown minus 45. Achso, da hatte ich das Empty-Tome auch noch. Stimmt, das hätte ich eigentlich noch mitnehmen sollen. Aber das ist, glaube ich, auch nicht einmal aufgetaucht. Da hatte ich das Empty-Tome dann noch mit dabei und dann bin ich halt bei minus 90 Cooldown gewesen. Und das ist ja das Maximum. Also alles über minus 90 bringt halt nichts mehr. Oder unter minus 90, um genau zu sein. Und mit Laurel und minus 90% Cooldown ist man unverwundbar. Warte, ich weiß, ach so, Moment, ich kann es ja laufen lassen nebenbei. Ich gebe dir mal mit, ich weiß gar nicht, ob ich das eingestellt hatte. So. Und wieder reintappen. So, einmal kurz anpassen. Pixelepsie-Warnung. Ach so, das ist, ja. Also, die Idee dafür kam ja von Force Dragon. Der Begriff Pixelepsie-Warnung gefällt mir aber tatsächlich. Muss ich mir mal merken. So, okay, jetzt sind die Level, auch ohne dass ich mich bewege, sehr schnell. Aber wenn ich mich bewege, macht keinen wirklichen Unterschied mehr. Ne? Nein. Ich stelle wieder ein bisschen weiter hier hin. Ja, ja, es ist halt auch sehr passend, deswegen. Aber es kommt halt bei, Vampire Survivors. Ich wusste gerade nicht mehr, wie das Spiel heißt. Verdammt. Kommt sowas halt gerne mal vor. Das ist ja auch damals in den Streams schon mal so ein kleines Problem gewesen. Und, ja. Besteht halt bis heute. Okay, jetzt ist das Level ein bisschen langsamer geworden, wenn ich mich jetzt bewege. Ja, wenn ich mich jetzt bewege, geht es wieder deutlich schneller. Also hier lohnt sich das Bewegen gerade wieder. So, ich bewege mich dann mal ein bisschen. Weil ich sehe die eigentlichen Gegner in Anführungsstrichen, also die Büsche kaum noch. Deswegen weiß ich immer nicht, wo genau ich da jetzt bin. Also ob ich mittig von den ganzen Büschen immer noch bin. Oder schon sehr weit am Rand. So, 2,5 Minuten noch, dann haben wir es geschafft. Ich vermute mal, bis Level 5000 könnte ich tatsächlich noch erreichen. Ich bin jetzt, ja, ihr seht es ja wahrscheinlich, oder ihr erkennt es wahrscheinlich gar nicht mehr, aber Level 3000, Moment, 3700. In dem Moment, in dem ich es gesagt habe. Ja, das finde ich halt sehr witzig. Ich. Oh Gott, Hilfe. Ich mach mal. Auch für das stürzt jetzt nicht ab oder so. Oh Gott. Ja. Also es ist nicht abgestürzt, aber es leckt wie sonst noch was. Oh, okay. Gleich sind die Nummern oder die Zahlen wieder weg. Gut. Und deswegen hatte ich die Damage Numbers halt ausgemacht. Vorsorglich. Ich muss sagen, jetzt läuft es halt deutlich besser als damals noch. Also so ohne Damage Numbers zumindest. Level 4000 haben wir jetzt eben erreicht. Innerhalb von nicht mal einer Minute. Das heißt, ja, theoretisch könnte es sogar noch bis auf Level 6000 oder so hochgehen. Wer weiß. Aber 5000 erreicht mir locker, glaube ich. So, wir sind jetzt bei... Moment. Es wird ein bisschen langsamer, das Leveln. Also wir sind... Na komm. Jetzt bei 4200. So, ich bleib mal kurz stehen. Ja gut, kann stehen bleiben. Das macht gerade keinen wirklichen Unterschied. Und ich glaube, mit der Runde vergraule ich jetzt auch die letzten Zuschauer noch. Aber ne, obwohl, oh, jetzt, es wird doch sehr knapp ein Level 5000. Sehe ich gerade. Wir haben jetzt noch, Moment. Jetzt noch eine halbe Minute so.
Wir sind noch nicht mal bei Level 4500. Oh, da hat es auch gerade ein bisschen geleckt. Ja, aber mit den Golden Eggs, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Golden Eggs ich dem Charakter gegeben habe. Übrigens Level 4500. Weiß nicht mehr, wie viel Golden Eggs ich dem Charakter hier gegeben habe. Aber damit levelt man natürlich nochmal um einige schneller. Allein schon, weil der Growth-Wert auch höher ist. So, ja, ich wollte gerade sagen, kommt der Reaper jetzt an mich ran? Er kommt ran. So, wir haben, wo war's da? Level 4618 erreicht. Und 0 Gegner getötet dafür. Vor allem, das hier finde ich auch witzig. Die Blumen haben halt einfach mal Level 4587. Mann, ich klicke immer in den Chat einmal rein und dadurch verschiebt sich das Bild hier immer so ein bisschen. Ich glaube, das seht ihr an sich gar nicht, aber dadurch ist es halt kein Vollbild mehr. Und damit leckt das dann deutlich heftiger. So, ach Quatsch. Ich wollte ja hier nochmal gucken. Ah ja, hier 25.612 Eier. Also, ja, der würde damit halt deutlich schneller noch leveln. So, ich würde sagen, ich mache mal noch eine Runde, also eine No-Movement-Challenge, aber wieder mit Chat-Integration. So, Twitch Connect. Und danach würde ich dann langsam zum Ende kommen. Diesmal wollte ich aber mal... Ach, hier mit Leder, genau. Oh, ganz wichtig, wieder auf 6 Waffen hochstellen. Ex, ja gut, er hat... Also Leder hat sowieso keine Ex. Und, wo haben wir sie? Da. Irgendwas noch umstellen? Nö. So, und ich nehme... Awake. Ja doch, ich nehme Awake. So. Der Anfang ist mit Leder, glaube ich, halt sehr nervig. So, und ihr dürft wieder entscheiden. Also für Forstring, du bist da, glaube ich, vorhin noch nicht dabei gewesen, als wir die Twitch-Integration angemacht hatten. Du kannst jetzt im Grunde auswählen, welche Waffe gewählt werden soll. Und unten rechts tauchen ab und zu mal solche Events auf. Und da kannst du dann mit A, B und C halt eins von den Events auch noch wählen. Und ich brauche im Moment im Grunde gar nichts tun, außer abwarten. Und wenn ich sterbe, halt einmal kurz drücken, damit ich wiederbelebt werde. Okay, ich kriege jetzt schon keine Erfahrungspunkte mehr. Toll. Ja, damit ist die No-Movement-Challenge schon wieder beendet. Weil, oh, ich glaube, ich habe gerade einen Erfahrungspunkt bekommen. Nee, aber die sind jetzt alle außer Reichweite. Und die Gegner, die jetzt rankommen, also eventuell generieren die im Moment noch welche, aber nicht mehr lange. Spätestens, wenn irgendwo ein roter Edelstein auftaucht, dann war es das sowieso. Es kann aber auch sein, dass der irgendwo außerhalb des Bildschirms auftaucht. Also sprich, dass man den jetzt gar nicht sehen würde. Hm. Oh nee, aber das wird nichts mehr. Hi Nico. Hallöchen. Ja. Das war die No-Movement-Challenge, ja. Die geben keine Erfahrungspunkte mehr, ich sehe es gerade. Gut, starten wir nochmal neu. Dann, ja, ich überlege gerade, nehme ich Mad Groove? Oder nehme ich einfach wieder den Baum? Ah. Ich probiere es mal mit Mad Groove als Arcana. Weil sterben war ja eben nicht das Problem. Ja genau, die sammeln sich dann in dem Roten und dann war's das. So. Oh, Laurel. Laurel ist gut für eine No-Movement-Challenge.
die Peitsche, also Vento Sacro und halt die ganz normale Peitsche, also Whip, die sind halt eher schlecht für No Movement, weil die haben so eine relativ hohe Reichweite. Das heißt, die Gegner sterben dann meistens so weit entfernt, dass man die Edelsteine nicht kriegt. Und dementsprechend ja, sammeln sich dann nach und nach die Edelsteine außerhalb des Bereiches. Center Water ist übrigens auch keine gute Waffe für No Movement. Also kann eine gute Waffe sein, aber tötet halt die Gegner sehr häufig außerhalb der Reichweite. Attract Orb, da ist er. Wenn ihr lieb seid, dann holt ihr den Attract Orb. Ist wahrscheinlich jetzt eh zu spät. Ja, danke. okay, hat jetzt auf Stufe 1 doch noch nicht so viel gebracht, aber naja, immerhin. Ah, was würde ich hier nehmen? Wahrscheinlich Spinach. Oh, cool. Mino Rush? Mino im Sinne von Minotauren? Ich weiß gerade nicht, wer welcher Gegner das ist. Ach doch, ich glaube, ich weiß wer. Oh, da ist nochmal Attract Orb. Okay. Nee, das wurde vorhin schon ein paar Mal gesagt. Aber das liegt einfach an meinen Chat-Einstellungen, an meinen Twitch-Einstellungen. Also der Spam-Schutz ist das dann. Okay, muss ich mal dran denken, dass ich den dann mal ausstelle. Also falls ich das hier so nochmal mache. Aber ist ja immer ganz gut geeignet, so zwischendurch im Stream. Ich dachte, dass einfach nur das gleiche Ergebnis nicht innerhalb von kurzer Zeit zweimal gewählt werden darf. So hatte ich das vorhin nämlich immer verstanden. Ah, okay. Ja gut, dann weiß ich aber Bescheid. Ach, und noch ein Magic Wand sehe ich gerade. Wir haben ja schon die Evolutionsvariante davon. Und halt, ja, dann nochmal die normalen. Ist gegen Bosse nicht schlecht, weil, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, gegen Bosse macht er nämlich ordentlich Schaden. Oh, da ist der Attract Orb. Ja, stimmt. Stimmt, einfach irgendwie irgendwas anderes kurz schreiben, irgendeinen Punkt oder so. Und dann funktioniert es ja wieder. Habe ich aber jetzt selber nicht dran gedacht. Was hatte ich eben übrigens überhaupt bekommen? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Also Tracked Orb nicht, da hatte ich vorher schon Stufe 2. Die Wings, ja, in der No-Movement-Challenge 10% schneller bewegen. Hey, das bringt's. Oh, na komm. Also noch kriege ich Erfahrungspunkte. Aber okay, in dem Moment, in dem ich es gesagt habe, habe ich keine mehr bekommen. Geil. Das heißt, die ist auch schon wieder vorbei hier. Der hat mir überhaupt die Peitsche gegeben. Oh, ah, nee, stimmt. Ich habe Mad Groove. Die ist noch nicht vorbei. Oh, danke. Laurel ist gut. Oh Gott. Hier würde ich wahrscheinlich am ehesten den Duplicator nehmen. Oder halt Magic Wand nochmal aufbauen, weil... was war das jetzt? Spellbinder, ne? Kommt dann mal durcheinander. Spellbinder hat, glaube ich, Area erhöht. Nee, Quatsch, das war Candelabrador. Und Spellbinder hat Duration erhöht. So war das, glaube ich. So schön, die Erfahrungspunkte zu kriegen. Aber an sich ist der Charakter ja wirklich gut geeignet, weil, also für die No-Movement-Challenge, weil der halt einiges aushält. Oh, da ist der Attract Orb. Bitte nicht wieder Shadow Pinion.
Shadow Pinion, was soll ich sagen? Achso, ja, genau. Shadow Pinion basiert nämlich darauf, dass man sich bewegt. Ohne Bewegung funktioniert das Ding gar nicht. Okay, ich kriege keine Erfahrungspunkte mehr. Das heißt, bis Minute 4 wird jetzt hier nichts mehr passieren, Erfahrungspunkte technisch. Außer, dass ich die halt sammeln in irgendeinem roten, den ich dann eventuell auch gleich kriege. Also Mad Groove, die Arcana, die ich ausgewählt habe, die wird halt in dem Moment getriggert, indem man sie einsammelt. Oh, eine Candy Box da unten. Oh, toll, komme ich nicht ran. Oh, 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 da ist ein Boss. Oh, wow. Ich habe eine Truhe bekommen, geil. So, ja, danke, danke. die Peitsche. Ich hatte auf Attract Orb gehofft. Hallo? Okay. Ich habe noch keinen Revive verloren. Auch wenn es im Moment sehr eng ist. Aber wenn ich die Krabben hier überstehe, dann... Ah, ne, überstehe ich nicht, okay. Muss mal kurz gucken, wie viele Revivals... Ah, bitte, so. Da ist der Controller. Oh, ich habe gar keinen Revival mehr, okay. Oh, Rosary, das wäre jetzt ganz praktisch, glaube ich. Ja, die Krabben nehmen aber auch irgendwie kein Ende. Wird das mehrfach nacheinander ausgewählt? Ich weiß es jetzt nicht. Das ist Pfeil, ach nee, Pile Assault. Ich hab Pfeil gelesen. Also Pfeil im Sinne von Akte. Ah, gleich kommt Mad Groove wieder. Komm, komm, komm. Ja. Oh. Und da ist ein Roter auf mich zugeflogen. Vielleicht ist das der eine, der die ganzen Erfahrungspunkte gesammelt hat. Arturonas Box ist natürlich nicht verkehrt. Zumindest die ersten 8 Level davon. Oh, Crown. Crown ist gut in der No-Movement-Challenge. Mach mal wenigstens das meiste aus den Erfahrungspunkten, die man da einsammelt. Oh Gott. Armor. Also ich persönlich würde Armor nehmen. Wie gesagt, lasst euch davon nicht beeinflussen. Hier würde ich wahrscheinlich Spinach nehmen oder auch Armor. Ich weiß es nicht genau. Eins von beiden. Ah, da ist noch eine Candy. Ach nee, nee, das ist die von vorhin, die eigentlich unten lag, aber durch Mad Groove ist sie nach da oben bewegt worden. Oh Gott, gleich kommt Level 20. Ich glaube, über Level 20 werde ich erstmal nicht hinauskommen, bis das nächste Mal Mad Groove aktiviert wird, also bis Minute 6 quasi. Hatte ich vorhin gar nicht zu Ende erzählt, ne? Also Mad Groove wird aktiviert in dem Moment, in dem man es einsammelt. Und dann bei jeder vollen geraden Minute. Also Minute 2, 4, 6, 8, 10 und so weiter. Und wenn man es, weiß ich, mit der Truhe, also mit der Arcana-Truhe bei Minute 11 sammelt, hat man halt bei Minute 11 dann oder ein bisschen später, man muss ja erstmal einen Gegner töten und dann zur Truhe hin, dann hat man da einmal Mad Groove und dann ab oder bei Minute 12 gleich das nächste Mal. Und dann wieder ab Minute 14, 16, 18 und so weiter. Light Sources, Shooting Star, Ghost Swarm. Ah, wenn ich mir den Chat angucke, fürchte ich, es wird Shooting Star. Ja. Ich meine, ist jetzt nicht so schlimm, nö. Ich habe kaum was verloren. Oh, jetzt wird's kritisch. Da ist ein Boss. Oh ja. Ach, schon wieder Peitsche, Mensch. Ich guck mal ganz kurz was. Okay, Attract Orb ist auf Stufe 3. Ich war mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob ich da noch was dazu bekommen hatte. Es gab damals auch so eine Challenge, wo man immer das erste nehmen musste, was in der Liste auftaucht. Und ist ja vom Prinzip her fast dasselbe wie das, was hier gemacht wird, nur dass es da halt wirklich komplett zufällig ist. Oh, ich krieg gerade keine Erfahrungspunkte mehr. Aber in 20 Sekunden kommt ja, oder wird ja Mad Groove wieder aktiviert.
Skeleton Swarm? Ja, Skeleton Swarm ist an sich ganz in Ordnung. Ach, ich sehe jetzt erst, dass ich ja Shadow Pinion auch bekommen habe. Toll. Bringt halt, wie vorhin schon mal gesagt, überhaupt nichts. Aber gut, jetzt könnt ihr halt nur noch auswählen aus den Sachen, die eh schon da sind. Armor, okay. Oh, nehme ich. Ah, hier würde ich in Richtung Spinach gehen. Ich werde das mal immer so ein bisschen später sagen. Durch den Delay hört ihr das nämlich dann erst, wenn ihr selber schon gewählt habt. Hier würde ich wahrscheinlich Laurel nehmen. Wobei Spinach ist auch okay gewesen. Hier würde ich Crow nehmen. Ach, hallo Fachkraft übrigens. Ich glaube, nee, dich hatte ich noch nicht begrüßt, ne? Hier würde ich Spinach nehmen. Okay, hier weiß ich ganz genau, was ich nehmen würde. Ich frage noch mal kurz. Oh, zwar Attract Orb. Achso, ich habe mich komplett überlesen. Moment. Ich scroll mal kurz nach oben. Ach da. Hab ein wildes Veni gefunden und wie ich sehe, hast du Geburtstag. Alles Gute zum Level Up. Danke, danke. Aber ich habe es tatsächlich überlesen vorhin. Vor allem das von Neko direkt dahinter habe ich ja sogar noch vorgelesen. Es tut mir leid. Es war keine Absicht. Hier würde ich wieder Attractor abnehmen. Ja. Der ist auf Stufe 5 jetzt. Hier würde ich... Moment, ich warte kurz. 7 Sekunden oder so? Echt? Okay, wow. Crown? Ja, danke. Genau die hätte ich auch genommen. Okay, bei 7 Sekunden ist es aber ganz schön hart, weil dann habt ihr ja wirklich kaum noch was. Also kaum noch Zeit, meine ich damit. Ah ja, stimmt, am PC. Quatsch, am TV, hat es ja gesagt. Hm? Genau, da hast du ja im Grunde zweimal Delay, wenn du es so willst. Ach, Hollow Heart habe ich? Okay, ist mir auch gar nicht aufgefallen. Hollow Heart ist an sich gar nicht so verkehrt, weil erhöht halt die Max Health um 20%. Macht mehr Sinn, wenn man durch andere Varianten schon Max Health bekommen hat. Oh, ich kriege gerade richtig viele Level-Ups hier. Weil das halt immer 20% vom aktuellen Wert. Und wenn man anfängt mit 100 HP, sag ich mal, und dann Hollow Heart einmal nimmt, 20% davon sind halt 20 HP, also hat man 120. Wenn man aber auf andere Art und Weise schon, was ich sich 1000 HP zu dem Zeitpunkt erspielt hat, dann kriegt man halt durch das Hollow Heart 200 dazu. Halt wieder 20%. Also quasi das Zehnfache. Oh, das sind viele Levels gerade. Wird jetzt wahrscheinlich eine ganze Weile dauern, bis das durch ist, aber ja. So habt ihr jetzt wenigstens die ganze Zeit was zu tun. Ist ja auch nicht verkehrt. Und ich kann mir ganz gemütlich was zu trinken eingießen. Das könnte tatsächlich erfolgreich werden jetzt hier. Je nachdem. Oh. Genau, willkommen im Level-Up-Simulator. Richtig. Ich hatte übrigens, kann ich ja an der Stelle mal nebenbei sagen, damit ich halt überhaupt irgendwas zu erzählen habe jetzt. Ich hatte überlegt, was ich heute überhaupt zeige. Oh, das war's mit Level-Ups. Also erstmal. Ich hatte halt überlegt, was ich heute überhaupt zeige. Und eine Weile hatte ich wegen Lufia 2 Ancient Cave auch überlegt. Weil Lufia 2 an sich hatte ich damals ja auch gezeigt hier auf dem Kanal. Ist aber schon lange her. Ich glaube, das war auch das letzte Spiel, das ich hier auf dem Kanal gespielt habe, das ich aber nicht auf YouTube hochgeladen hatte. Und ja, auf alle Fälle hatte ich damals ein bisschen Ancient Cave mal angefangen
Aber ja, eigentlich mich auf das eigentliche Hauptspiel konzentriert. Und jetzt spätestens mit dem ZFM, wo ja auch Lufia Ancient Gate gezeigt wurde, spätestens da habe ich auch mal wieder Bock darauf bekommen. Aber da wusste ich halt, oder konnte ich selber halt überhaupt nicht einschätzen, wie lange ich dafür brauche. Und das ist halt immer ein bisschen doof, vor allem wenn man eigentlich von vornherein schon ein bisschen zu müde ist für den Stream. Und dann halt entweder mittendrin abbricht, was halt doof ist, oder halt ja, oder halt dann, weiß ich sag mal ganz, ganz blöd bis zur Erschöpfung hier streamt und sich dann dazu zwingt, am besten sogar noch, nur um das dann durchzuziehen. Ah, Hollow Heart, okay. Hab jetzt gar nicht drauf geachtet, welche Stufe das mittlerweile hat. Halbe Minute noch, dann ja, dann schlägt Matt Groove wieder zu, dann kriegen wir auch die ganzen Erfahrungspunkte wieder. Im Moment kriegen wir ja keine mehr, weil alles, oder? Doch, ich glaube, ein paar kriegen wir sogar noch. Bin der Meinung, dass ich da eben was gehört habe. Und Riptar, Hallöchen. So. Ja, genau, also oh, da kommen jetzt ganz viele Erfahrungspunkte rein. Jetzt dürft ihr euch wieder austoben. Was hatte ich jetzt eben gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Verdammt. Oh, Shadow Pinion, danke. Das bringt mir so viel. Ach so, nee, das habt ihr ja nicht mal selber ausgewählt. Das war jetzt nach dem Zufallsprinzip. Aber ich denke mal, so generell mit der Konstellation ist die No-Movement-Challenge tatsächlich machbar. Also, allzu einfach dürfte es nicht werden, aber machbar halt. Mal gucken, was der Boss da jetzt macht, ob der uns tatsächlich noch Schaden zufügen kann. Und was kriegen wir? Was kriegen wir? Center Water. Okay. Aber noch kriege ich Erfahrungspunkte. Das ist gut. Also so viel liegt jetzt auch gar nicht außen rum. Und ich glaube, mittlerweile sind wir auf einem ganz guten Niveau. Alles klar, Nico. Auf einem ganz guten Niveau, dass ja, sobald ich keine Erfahrungspunkte mehr kriege, dass kurz danach dann halt Dings hier, Mad Groove einmal ausgelöst wird. Und ja, dann geht das Ganze wieder von vorne los. Also sprich, dann kann ich auch wieder Erfahrungspunkte bekommen. Also, Events habe ich jetzt gar nicht geguckt, was da gerade war. Ein Pet, Ectoswarm und. Oh, bitte kein Stalker. Stalker wäre Insta-Death jetzt. Also mit dem kann ich ja. Ja, da kann ich ja im Endeffekt überhaupt nichts gegen machen aktuell. Oh wow. Ganz viele. Ach so. Ach, das ist Pet. Das sind die Herzen. Okay. Oh, gut zu wissen. Habe ich zwar jetzt nicht gebraucht, aber die. Also zumindest Option C, die war halt. Ja. Also, dass die nicht kam, ist es schon wert gewesen. Lieber gar nichts als irgendwas, was ein Insta-Kill im Endeffekt ist. So, ich kriege keine Erfahrungspunkte mehr. Aber, wie gesagt, halbe Minute, dann wird Dings hier wieder ausgelöst. Mad Groove. Und dann geht's wieder von vorne los. Hier ist es. Also die Skeleton Swarms, die können ruhig kommen, solange die halt sterben. Und das werden sie ja. Gibt halt ein paar Erfahrungspunkte noch zusätzlich. Ist also gar nicht mal so verkehrt. Und jetzt. Da haben wir wieder ein paar Level-Ups. Was würde ich hier nehmen? Ich würde Armor nehmen. Allein schon, weil sie dann halt weg ist aus der Liste. Hier würde ich. Moment, ich warte wieder. Ich will euch ja nicht beeinflussen. Also ein bisschen beeinflusse ich euch ja sowieso, wenn ich halt bei einem sage Armor würde ich nehmen. Dann beim nächsten taucht wieder Armor auf, wie in dem Fall jetzt.
Hier würde ich. Ja, gute Frage. Könnte ich mich so spontan nicht entscheiden. Ja, Hollow Heart, wahrscheinlich, weil es dann auch aus der Liste raus ist. Hier würde ich. Moment, Crown nehmen. So. Moment, ich warte wieder ein bisschen. Also nicht wundern, wenn ich mal nicht sofort was sage. Aber ja, Magic Wand hätte ich genommen. Das zusätzliche Projektil könnte noch nützlich sein. Vor allem gegen so ein paar Bosse, die noch kommen werden. Also jetzt müsste ja auch gleich ein Boss wieder auftauchen. Wir haben ja Minute 10, 2. Hier wüsste ich, was ich definitiv nicht nehme. Nämlich Shadow Pinion. Achso, oh, jetzt habe ich es ein bisschen zu früh gesagt. Hier würde ich Banish und Shadow Pinion machen an der Stelle. Aber das ist ja wahrscheinlich nicht in eurem Interesse. Oh. Ja gut, dass ich jetzt bannen würde, sollte eigentlich klar sein, habe ich ja eben schon gesagt. Aber wie gesagt, lasst euch davon nicht beeinflussen. Wenn ihr mir das schwerer machen wollt, oder in dem Fall ist es ja nur Ripdark jetzt, der hier schreibt im Chat, beziehungsweise halt auswählt. Aber wenn du es mir schwerer machen willst, dann mach es mir ruhig schwerer. Ist ja für den Zuschauer immer ein bisschen lustiger. Und meine Frustgrenze, meine Frusttoleration, die ist ziemlich hoch. Also ich kann damit leben dann im Zweifelsfall. So, jetzt wird's interessant bei dem Boss. Er kommt aber nicht an uns ran. Ah, so kurz vorm Sterben kann er ruhig an uns rankommen, dann würden. Schade. Ich wollte gerade sagen, dann würden wir nämlich die Truhe kriegen. Wir vertrauen auf Ripdarks Expertise. Okay. oh Gott. Ja, ich hätte wahrscheinlich auch Magic Wand genommen. Ich will mal ganz kurz was gucken nebenbei. Kann sein, dass es jetzt ein ganz kleines bisschen leckt. Ach so, ja, stimmt, der Stream läuft ja jetzt hier im Vorschaufenster oder in dem eigenen Fenster auf der so. So, ich muss mal einmal wieder voll mit reinmachen. Sieht dann mal ganz kurz ein bisschen komisch aus. Ach, du hast nur ein paar Stunden im Spiel. Okay. Also bei mir sind es, also ich habe vor kurzem gerade die 300-Stunden-Marke geknackt. Also schon eine Menge, aber da gibt es Leute, die haben deutlich mehr. Also Dex weiß ich zum Beispiel, der hat das ein paar Mal gesagt, der hat ja schon 1000 Stunden drin. Ja, 160, ja, damit kennt man sich eigentlich auch schon aus damit. Ich denke mal, du wirst dann auch immer so auf dem aktuellsten Stand gewesen sein. Wahrscheinlich auch Public Beta mit drin gehabt haben. Was sich ja jetzt erledigt hat mittlerweile. Jetzt ist ja die Vollversion rausgekommen. Das heißt, es gibt keine Beta mehr. Es sind 140 mehr als ich habe. Ja gut, aber 20, nach 20 Stunden hat man halt auch schon eine gewisse Expertise hier. Würde ich mal behaupten. Ich meine, ich erinnere mich noch an den allerersten Stream von dem Spiel. Da hatte ich ja noch gar keine Ahnung davon. Habe es auch vorher, ja, technisch gesehen hatte ich es mal angehabt, einfach um die Einstellung zu machen und um zu gucken, ob alles auch läuft. Und, oh, ganz viele Erfahrungspunkte jetzt. Und ja, da hatte ich ja gar nichts, eine Ahnung. Also wusste ich zum Beispiel nicht mal, dass man Waffen evolven kann. Ich habe zwar irgendwie, ich glaube, das Knife war die erste Waffe, die ich evolved hatte. Das ist aber kompletter Zufall gewesen. Ich habe sie halt aus einer Truhe gekriegt, ich wusste aber nicht warum. Zu dem Zeitpunkt wurde ja auch nicht angezeigt, weiß ich hier, wenn man neue Items hier hat. Wird dann mittlerweile angezeigt, ja, das Item evolved mit der und der Waffe, die man schon im Besitz hat. Das war ja damals noch nicht der Fall. Ja, wie diese Übersicht im Menü. Also hier das. Achso, ja, gut, sind ja jetzt eben ein paar Level. Kann ich danach dann mal zeigen, was ich meine. Kann ich nämlich auch mal was machen hier.
Oh, aber wir sind fast bei den Limit Breaks. Da bin ich mal echt gespannt, ob man da Random Always auch machen kann. Also als jemand im Chat halt. Aber da ist die Fledermaus. Ah, nee, die Truhe werde ich nicht kriegen. Aber ins... Oder? Oh, die kommt ziemlich dicht dran. Nee. Jetzt wird sie zu weit zurückgeschleudert. Ah, nee. Leider nicht. Schade. Das wäre aber schön gewesen. Mit automatisch rendern all im Limit Break. Ja, ich bin bisher noch nicht am Punkt rangekommen, an dem mit Twitch-Interaktion das Limit Break überhaupt aktiviert wurde. Deswegen weiß ich es halt nicht. Und tatsächlich habe ich mir in letzter Zeit auch, also ich glaube schon die letzten, keine Ahnung, 3-4 Monate oder so, gar keine Vampire Survivor Streams mehr angeguckt. Oh, danke für den Lackboost. Ja, und deswegen habe ich halt Streamer mit Twitch-Interaktion oder Integration so, hatte ich da jetzt bisher noch gar nicht gesehen. Geschweige denn mitgemacht dann natürlich. Ich wollte gerade sagen, ein paar Erfahrungspunkte noch, dann gibt es das nächste Level, aber ging ja im Moment nichts mehr. Also für die nächsten 20 Sekunden. Na cool, da haben wir es zumindest bis in Limit Break geschafft. Ob es dann reicht, um das bis zum man halt so wie normaler Spieler, also wenn ich das jetzt so normal spielen würde selber, dass ich da halt die Wahl zwischen den Sachen habe und dann halt eventuell an der Seite halt auch, ja, dass man das einmalig jetzt, dass man einmalig was zufällig auswählt oder halt dauerhaft dann. Aber ich hätte jetzt damit gerechnet, dass man mindestens halt die Sachen selber auswählen kann. Aber gut zu wissen. Jetzt gibt es erstmal wieder keine Erfahrungspunkte. Schon wieder nicht? Okay, wow. Ja gut. Ich meine, jetzt sind die Erfahrungspunkte auch nicht mehr ganz so wichtig. Ultra Wave. Das ist eine Ultra Wave. Also egal was es ist, es wird immer noch besser sein als der Stalker, weil der Stalker ist Insta-Dead. De facto. Ich kann ja nicht wegrennen vor ihm. Aha, die ist ein bisschen hartnäckig da unten. Wenn, dann kommen wenigstens von oben an mich ran. Kann ich irgendwas evolven? Ich glaube nicht, ne? Ja doch, Center Water. Oh, das wäre sogar richtig gut. Aber wenn ich tatsächlich an die Truhe rankomme, wenn jetzt sich von oben nähert. Oh, das. Die hatte eben eine perfekte Position. Oh nein. Oh Mann, so knapp. So nah und doch so fern. Schade. Oh, gab noch ein paar Dings hier. Ja, ein paar Level dazu, genau. Und was wurde eben ausgewählt? Passive Item? Nee, ich glaube nicht. Also ich sehe zumindest kein Passive Item hier irgendwo rumliegen. Außer natürlich die aus dem Level. Ach, ich sehe da gerade eine Candy Box. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich meine, bringt mir nichts, aber schön, dass die da ist. Sieht halt immer schön aus. Panic Time, das ist ein Panic Time. Ich ahne Schlimmes, aber. Ja, ich habe halt keine Ahnung, was das ist.
Oh. Jetzt weiß ich, was es ist. Danke fürs Zeigen. Oh, ich wollte gerade sagen, aber das geht bisher noch, ne? Aber nee. Oh, und tot. Okay, das war's. Schade. Ja gut, aber zumindest habe ich Panic Time gesehen. Moment. Doch, ich bin noch da, ne? Ich glaube, ich war kurzzeitig wieder weg. Ich hatte nämlich vorhin ein paar ausgelassene Frames und die sind jetzt wieder bei null. Moment, ich guck mal sicherheitshalber. Ja, doch, doch. Ich bin noch da. Oh Mann. Ja, so ein Runkiller hätte ich jetzt auch nicht erwartet, tatsächlich. Aber wie gesagt, habe ja irgendwo auch so ein bisschen, naja, nicht drum gebettelt, aber ich war ja tatsächlich neugierig, was Panic Time ist. War Level 85, 17 Minuten 15. Oh, das ist schon okay. Also 725 Gold. Ja gut, reden wir mal nicht von. Ja. Ich habe ja vorhin gezeigt, wie viel Gold ich hier verdienen kann. Ja. Ich wollte es noch schreiben, aber zu spät. Ja, gut, aber es ist dann halt so. Gut, nee, dann soll es das aber für heute gewesen sein. Ist ja mittlerweile schon 2:30. Ich meine, ich kann zum Glück ausschlafen, aber ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. So. Ja, aber auf alle Fälle vielen Dank für die Glückwünsche, für die Subs natürlich auch. Und ja, für die, ja, insgesamt, ja, einmal waren es ja Bits und einmal direkt eine Donation. Also dafür auch nochmal vielen Dank. Auch wenn die Leute wahrscheinlich gar nicht mehr da sind um die Uhrzeit. Aber apropos Uhrzeit, ich guck mal kurz, wer um diese Uhrzeit noch da ist. Oh. Obwohl, nee, der wurde. Nee, hab keine Namen, der wurde gerade geradet von German. Ah ja, ich habe jemanden, zu dem ich euch schicken kann. Der gute Tamiro, bei dem ich auch eine ganze Weile nicht mehr reingeschaut. Der spielt gerade Undermine. Ne, dann schicke ich euch da mal einfach hin. Spätschicht. Ah, okay. Na gut, dann hast du ja noch ein bisschen Zeit zum Ausschlafen. Ah, so. Raid wurde erstellt. Warten wir mal kurz noch. Und ja, wie gesagt, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank übrigens auch für die 1000 Follower, sehe ich gerade. Ja, zum, ich glaube, vierten Mal mittlerweile, dass ich die 1000 erreicht habe. Und dann falle ich ja doch immer wieder ein bisschen runter. Und Cringer? Soll das Cringer heißen? Auf alle Fälle vielen Dank für ein Follow. Ach, Vorstellungsgespräche. Ah, okay, dann viel Erfolg dabei. Ich drücke dir die Daumen, Fachkraft. Ja, und euch dann noch eine, ja, eine schöne Nacht. Ich wollte gerade einen schönen Abend sagen, aber dafür ist es ein bisschen zu spät. Und natürlich auch ein schönes Wochenende. Ist ja jetzt fast soweit. Also bis dann. Ciao, ciao.